In der letzten Folge von Vampire Pandemonium. Meine Damen und Herren, für die nächste Performance muss ich Sie darauf hinweisen, dass zartbeseitetere Naturen den Raum besser verlassen sollten. Aber wenn ihr versucht, sie zu öffnen, stellt sich direkt das nächste Problem. Diese Tür ist abgeschlossen. Ich meine, jetzt könnte sicherlich jemand wie Kaspar sie eintreten, aber das wäre mit einiger Lautstärke verbunden. Na, dann nehmen wir doch lieber jemand wie Harvey. Einen Moment. Und dann dreht sie sich um, guckt in eure Richtung und sagt, ah, da sind sie ja. Noch bevor ihr irgendwie reagieren könnt, hört ihr ein paar Schritte hinter euch und ihr seht, wenn ihr euch umblickt, drei Leute, die dort stehen. Zum einen eine junge Frau, die einen schwarzen Turtleneck trägt. Sie trägt auch ein Stirnband, aber sie ist gerade dabei, das abzunehmen und darunter kommt Tina Rabenackers drittes Auge zum Vorschein. Sie wird flankiert von zwei Herren, zum einen einem blonden jungen Mann, der, man kann es nicht anders sagen, absolut spektakulär aussieht. Und einen anderen, ja, ob er jung ist, wisst ihr nicht so ganz. Er ist wahrscheinlich ein Mann, aber dass sein halbes Gesicht weggefault ist, lässt ihn nicht ganz so erstaunlich erscheinen wie die anderen beiden. Alle drei gehen auf euch zu und mit der größten Selbstverständlichkeit an euch vorbei, als wärt ihr gar nicht da, was auch Genevieve nicht zu bemerken scheint. Merle wird die Hände vor den Mund legen, um sich selbst an irgendwelchen Geräuschen zu hindern und noch ein kleines bisschen mehr aus dem Weg gehen. Ja, Ilona auch. Live schiebt sich übrigens dazwischen, zwischen Ilona und seinem Lieblingsmenschen, Vampir, Viech. Kaspar muss sich kurz zusammenreißen, nicht die Gunst der Stunde zu nutzen, aber er kann es zumindest. Ich stelle mir das gerade vor, weil Kaspar ist ja nicht gerade klein, dass die sich so unter ihn durchducken müssen, aber das alle einfach nicht beachten. Wegen Verdunklung. Harvey ist gerade sehr glücklich, nicht mehr atmen zu müssen. Wo haben sie den Rest gelassen? Kommt von Genevieve. Ist noch oben, erklärt Jackson. Er ist draußen. Der Typ mit der Maske. Chistaff, bitte. Wir sollten unsere Gefährten zumindest so weit schätzen, dass wir uns ihren Namen merken, nicht wahr? Ja, meinetwegen. Chistaff. Meint, er hat noch irgendwas zu erledigen. Emilia und Annabelle sind mit Sebastian draußen. Verstehe. Gut, dann sollten wir vielleicht einmal nachsehen. Und Genevieve wird mit einer Hand in die Schatten direkt neben euch greifen und zupacken. Und aus dem Schatten heraus zieht sie einen runden Ball aus Schatten, etwa so groß wie ihr Kopf, der ein ganz kleines bisschen zu rauchen scheint. Schwarzer Dampf steigt von ihm aus, schwarz wie Schatten, und sie blickt in diesen Ball und scheint sich zu konzentrieren. Und dann mit einem Mal seht ihr, dass sich in diesem Ball ein Raum spiegelt. Dieser Raum ist nicht gerade groß, aber er macht den Eindruck von, ja, einem großen Keller. Er hat auch eine sehr hohe Decke. In diesem Raum stehen einige Leute. Sie alle tragen Kutten. Ihr seht das Ganze so aus einer Ecke des Raumes. Die Leute sind damit beschäftigt, hier umherzugehen. Und ihr seht, dass auf einem kleinen Podest ein Gegenstand steht, der ein bisschen aussieht wie eine ausgestopfte Puppe. Allerdings ist diese Puppe nicht mit Stroh oder dergleichen ausgestopft, sondern, wie ihr das seht, ist sie mit prächtigen Federn ausgestopft. Und scheint ein Kleid zu tragen, das aus kostbarer Seide besteht. Ihr hört Leute, die umhergehen und die sich unterhalten. Irgendjemand meint, es ist so kurz davor, bist du sicher, dass sie noch kommen wird? Jemand anderes antwortet, ja, sie wird kommen. Genevieve nickt, schnippt mit den Fingern und dieser schwarze Ball verflüchtigt sich, als wäre er niemals da gewesen. Nun, es scheint, wir haben noch ein wenig Zeit. Gehen wir weiter. Alle drei nicken. Und machen sich davon. Genevieve geht tatsächlich vor und als Tina Anstalten macht, zu ihr aufzuschießen, hält sie so eine Hand hoch und Tina geht sofort einen Schritt zurück, als hätte sie ihr eine Ohrfeige verpasst. Einige Herzschläge später hört ihr nur noch die Schritte dieser vier Leute, wie sie sich langsam von euch entfernen. Na super.
Aber gehen die auch durch eine Tür oder sowas, dass man weiß, okay, die sind jetzt in einem anderen Raum? Das weißt du nicht. Du hörst nur, dass ihre Schritte verschwinden. Okay. Ob sie eine Tür öffnen oder schließen, das hast du zumindest nicht gehört. Okay. Ich möchte übrigens anmerken, dass man, glaube ich, das Zähneknirschen von Live im geschlossenen Mund noch leicht hörbar war. Müssen wir den hinterher? Ich meine, wenn die das für uns erledigen, ist das doch auch in Ordnung. Ja, das Problem ist, dass wir die Oberpriesterin brauchen. Also, alles andere ist vollständig in Ordnung, wenn die das für uns machen. Und ich würde es sogar begrüßen. Das heißt, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass sie nicht die Oberpriesterin umbringen und sie stattdessen mitnehmen. Es würde für uns vollständig reichen, wenn wir die Hohepriesterin kidnappen, ja. Okay, dann kann es uns auch relativ egal sein, wenn die bei dem Versuch sonst draufgehen. Er grinst. Ja. Und dann kann uns auch egal sein, dass die da jetzt weitergegangen sind. Wir müssen da ja nicht hin, weil scheinbar ist die Priesterin nicht dort. Also lasst uns einfach wieder zurückgehen und irgendwo weiter oben auf diese Priesterin warten. Naja, aber was ist, wenn sie in einem der unteren Räume schon ist? Ganz zu schweigen davon, woran willst du die Priesterin erkennen? Ich vermute mal dieses komische, gefederte Viech da, oder? Das ist das Reliquar. Genau. Und sie haben doch gesagt, dass die Priesterin noch nicht da ist und kommen wird. Wenn es noch einen anderen Weg in diesen Raum, zu diesem Raum gibt, klar, dann wissen wir nicht, ob wir die Priesterin abfangen können. Aber wenn es nur diesen Raum gibt, wovon ich ausgehe, wenn uns diese Gruppe hier gerade entgegengekommen ist, dann müssten wir eigentlich nur darauf warten, dass irgendwann eine Person vorbeikommt, die die Priesterin sein könnte. Ja, aber das beruht alles auf der Annahme, dass es wirklich nur diesen einen Zugang gibt. Die sicherste Methode, um die Priesterin abzufolgen, ist, so nah wie möglich in diesen Raum ranzugehen, weil wir wissen ja, wie Merle gerade sagte, nicht, ob es nicht noch andere Zugänge gibt. So könnten wir diese besser sichern, als wenn wir hier einfach stehen bleiben. Ja, aber dann nähern wir uns den anderen. Und ehrlich gesagt will ich das vermeiden. Ja, ganz drumherum werden wir wahrscheinlich aber nicht kommen. Also ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass wir uns ihnen nicht zu sehr nähern sollten, aber... Was ist, wenn wir so eine Art Kette bilden? Dass wir einander Bescheid geben, wenn sich was tut? Wir können uns auf jeden Fall mehr ausbreiten, ja. Genau. Eine Person steht dann... folgt den anderen möglichst nah, vielleicht sogar direkt zum Raum. Wenn sich da nichts tut, etwas weiter entfernt steht ein anderer, also wir teilen uns so auf und wenn der Erste von ganz vorne was bemerkt, gibt er den anderen Bescheid und andersrum auch. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja. Ja, ich würde nämlich vermeiden wollen, dass wir im Raum sind und dann alle sehen, wie die Priesterin reinkommt und wir dann gegen zwei Parteien auf einmal kämpfen müssen. Wenn es so weit kommt, dann wäre es, glaube ich, sinnig, zu versuchen, noch eine Partei mit reinzuziehen, im Sinne von, ich denke nicht, dass die Hohe Priesterin, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Hohe Priesterin zu mir nichts, dir nichts, die erste Priorität für dieses Rudel darstellt. Also ich gehe davon aus, dass es da mehr um das Reliquar geht. Immerhin gehen wir davon aus, dass da ein Dämon drin ist und das müsste etwas sein, was Sebastian so gar nicht schätzt. Und dann können wir im Grunde genommen, wenn die Aufmerksamkeit des Rudels eher auf dem liegt, vielleicht die Zeit nutzen und dann abhauen mit der Priesterin. Machen die mit diesem Ding, wenn sie das in die Finger kriegen. Uns kann auch egal sein, ob sie das Reliquar in die Finger kriegen, oder? Absolut. Ja. Die machen das sowieso kaputt. Und wir würden nichts anderes damit machen. Wir brauchen die Hohepriesterin, um an Informationen ranzukommen. Richtig. Das wäre das Beste, wenn wir das tun würden. Aber sind wir uns da sicher? Also, ich habe keine Ahnung, aber... Merle wird live angucken. Wirkt für Merles Verhältnisse erstaunlich sicher, wirklich. Und wird einfach sagen, ja, ich kenne Sebastian relativ gut. Definitiv. Also, um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, würde ich vorschlagen, dass wir uns, wie gesagt, ausbreiten. Ich würde sagen, Kaspar geht vor, gefolgt von mir, gefolgt von Harvey, gefolgt von Live und Merle bleibt möglichst weit weg. Würde ich nicht vorschlagen. Nichts für ungut, Herr Wolter, aber
Es sollte jemand nach vorne, der in der Lage ist, die Dinge zu hören und auch wirklich zu verstehen. Es sei denn, ihr Wissen über okkulte Dinge entzieht sich absolut meiner Vorstellungskraft, aber ich glaube, die Person, die am nächsten dran ist, sollte entweder Herr Statham oder ich sein. Okay. Dann lass mich aber als zweites dahinter sein. Dann gehe ich vor. Gut. Merle, Kaspar, ich, Harvey. Nee, ich, Live und Harvey. Ich möchte, dass Live nicht am Ende einer der Kette steht. Aha. Nimm's mir nicht übel, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du dich nicht kontrollieren kannst. Ich kann das sehr gut verstehen. Das ist nicht böse gemeint, lächeln sie. Ich will einfach nur sicher gehen können, dass du nicht ausrastest, weil dir irgendjemand begegnet, der Scheiße baut. Live blickt einmal kurz auf sich runter, blickt dann auf Kat. Ja, Kasper, guck auch ein bisschen sparsamer auf Ilona. Ein sparsamer Blick ist genau richtig. Ja, Kaspar ist bei Merle. Sie kann auf ihn aufpassen. Ich sehe das kommen, wie Kaspar wütend wird und Merle hängt dann einfach so an seinem Kragen dran und wird mitgerissen. Ja, Kaspar guckt aus und zu Merle, guckt wieder zurück zu Ilona. Sure thing. Live verschränkt so ein bisschen seine Arme und tippt mit seinen Fingerspitzen, die ja schon Krallen sind, auf seinen Bizeps so ein bisschen herum, so. Mhm. Und sparsamer Blick ist genau das richtige Wort. Sparsamer Blick, ja. Es ist nicht böse gemeint, okay? Das ist den Tag meiner Liebe. Das ist eine sehr gute Überlegung. Danke. Also? Ich habe es richtig verstanden. Spielen jetzt stille Post, ja? Sozusagen, ja. Genau. What could possibly go wrong? Und es ist immer jemand, der nicht gut im Kämpfen ist, dann gefolgt von jemandem, der gut kämpfen kann, gefolgt von jemandem, der nicht gut kämpfen kann, gefolgt von jemandem, der gut kämpfen kann. Und Merle. Merle ist der Tank, der vorne steht. Ja. Bei Merle weiß man es einfach nicht, weil wir haben ja schon mal gesagt, wahrscheinlich hat sie Stärke 5. Ist dann so, wenn Kaspar ausrastet und Merle einfach nur seine Hand greift und er nicht mehr wegkommt. Okay, also in dieser Reihenfolge wollt ihr leicht gespaced nacheinander gehen und schauen, was sich so findet. Ja, sodass eben, wenn diese Hohepriesterin unseren Weg gehen würde, den wir jetzt auch gegangen sind, würde Harvey sie zuerst sehen und uns Bescheid geben können und dann würden wir zurück und sie abfangen. Dann ist es also Merle, die den Weg vorgibt, sozusagen. Scheinbar. Der Gang, den ihr lang geht, wenn ihr in die Richtung geht, aus der ihr nicht gekommen seid, mit anderen Worten dorthin, wo auch Genevieve und die anderen hin verschwunden sind, der zweigt einmal links ab, geht dann eine Weile geradeaus und schließlich kommt ihr an mehrere Türen. Auf einer davon steht Sicherheit, zwei andere sind nicht beschriftet. Die Türen sind jeweils rechts und links, also eine rechts, dann eine links und dann wieder eine rechts. Danach geht der Gang weiter geradeaus. Die Türen sind diese richtig schönen dicken Stahltüren, die wahrscheinlich auch zu Feuerschutztüren zählen. Dahinter ist nichts zu hören soweit. Hier ist es nahezu schon unheimlich still. Ihr würdet wahrscheinlich das Rauschen eures Blutes in den Ohren hören, wenn ihr das noch hättet. Das heißt, wenn man mit Auspects verstärkt an der Tür hören würde, lauschen würde, würde man auch nichts hören, meinst du? Korrekt. Okay, ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. So folgt ihr diesem langen, ziemlich unheimlichen Gang. Es gibt noch einige weitere Türen hier und da, aber auch dahinter, soweit ihr das hören könnt, ist nichts. Schließlich kommt ihr zu einer etwas größeren Tür. Dabei handelt es sich um eine große, doppelflügelige Tür. Die sieht aus, als wäre sie dazu gemacht worden, dass hier Panzer durch können. Von der Dimension her zumindest. Wo genau der Panzer hier hin sollte, das ist eine andere Frage. Weil die Gänge hier sind nicht breit genug, um einen Panzer durchzulassen. Aber ihr seht, dass vor dieser Tür einige Leute stehen. Sie tragen zwar keine Kapuzenmäntel oder derartiges, aber ihre T-Shirts, ihre Tätowierungen und alles weitere lassen erahnen, dass sie zumindest okkult interessiert sind, wenn schon nichts anderes. Weitere Leute könnt ihr hier nicht entdecken. Es sei denn natürlich stehen. Du hast Auspex 4, sagst du?
Ja. Ja, dann kannst du mir das tatsächlich mal würfeln. Also nur, ich würfel. Nur noch mal kurz zum Verständnis. Also wir sind wirklich relativ weit voneinander weg. Also wir sehen uns natürlich trotzdem noch, aber... 1, 2, 3, sehr gut. Nee, ansonsten scheint hier niemand zu sein. Du siehst aber diese Leute, die sich da unterhalten. Wenn du ein bisschen näher gehst, sie beachten dich logischerweise nicht, kannst du sie auch hören. Geht gleich los, was? Scheint so. Sie schien ziemlich nervös zu sein. Wärst du das nicht? Keine Ahnung, was die da drin machen, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Aber ich würde gerne mal Auspex 2 auf die Gruppe werfen. Okay. Also ich würde nach blassen Ohren suchen. Wow, was ist los? Deren Augen kannst du nicht wirklich irgendwie sehen. Wahrscheinlich bist du einfach zu nervös. Hättest du noch einen Puls, hätte Jaspers Gegenwart ihn wahrscheinlich an die Decke katapultiert. Korrekt. Und das ist nicht gut für die Konzentration. Das stimmt. Das ist viel ich hab's gerade so ein hartes Déjà wie zur letzten Runde. Pass mal, Botsch, Botsch, Botsch. Hoffentlich würfelst du die jetzt einfach nur alle weg. Rein logisch. Die Türen, die also am Gang entlang waren, die waren ja relativ massiv. Yep. Würde Merle davon ausgehen, dass die ein Geräusch machen würden, wenn man sie aufgemacht hätte? Wahrscheinlich schon. Das wäre wahrscheinlich zu hören gewesen. Die sind nicht gerade klein, nicht gerade leicht. Genau, und sie wird ja auf Geräusche geachtet haben, aber sie hat sowas nicht gehört, ne? Nee, hat sie nicht. Hat keiner von euch nebenbei. Das heißt, Merle kann jetzt davon ausgehen, dass selbst wenn sie nichts gesehen hat. Also die Sache ist folgende. Merle weiß, dass die Fähigkeit, andere Leute zu verdunkeln, eine relativ hochgradige Fähigkeit sein muss. Und sie ist sich ziemlich sicher, dass Jackson das kann. Sie hat niemanden gesehen, aber sie schätzt ihre eigenen Fähigkeiten ja sowieso eher schlechter ein, als sie sind. Zumindest so ihre übernatürlichen Fähigkeiten. Das heißt, sie geht gerade davon aus, dass egal, ob sie jetzt jemanden gesehen hat oder nicht, die eigentlich da sein müssen, weil sie sind in keinen der Räume reingegangen. Sie weiß bloß nicht wo. Das heißt, jetzt rennen hier irgendwelche verdunkelten Leute rum, sehen sich gegenseitig nicht. Ist auch okay. Was bedeutet, ihr weicht euch unbewusst gegenseitig aus? Was für jemanden, der euch beide theoretisch sehen könnte, absolut zum Schreien sein müsste. Excuse me. Das wäre was. Jemand geht einfach so plötzlich in die Hocke, um sich unter Kasper durchzumogeln. Und, keine Ahnung, Goncharov steht in der Ecke und hat die Zeit seines Lebens. Der Goncharov filmt das und zeigt euch das später. Ja, schön, das würde gehen. Versteckte Kamera. War das Ganze eigentlich nur? Mit Plop-Mais. Deswegen gehen wir da runter. Der Goncharov hat einfach noch einen Nebengig. Eine Show im Fernsehen. Nee, im Schrecknet. Im Schrecknet, im Fall. Und eigentlich war alles andere nur rumgestaged, damit er jetzt genau so eine Szene filmen kann. Er hat schon hart Langeweile, der Gute. Für seinen VTubing-Kanal. Ich glaube, was anderes als VTubing kannst du als Lossi auch nicht machen. Er hat bestimmt sowas richtig, so ein richtiges Kawaii-Model. Ja. Ich weiß nicht, ob du da später mal einen Wurf drauf haben möchtest, aber ansonsten ist halt die ganze Zeit aufmerksam, horchen, gucken, ob irgendwas Interessantes ist oder passiert. Ja, wie gesagt, da passiert nichts. Wahrscheinlich ist die Hohepriesterin schon längst dort. Ja, wir warten da und irgendwann einfach geht also das Ritual fertig, wenn wir von der Düse nehmen. Naja, Merle muss uns einfach Bescheid geben, dann rennen wir da schon hin. Weil prinzipiell, also zwischen HW und Merle dürfte jetzt prinzipiell niemand zwischendrin auftauchen. Weil wir da ja patrouilliert sind, würde ich schon fast sagen. Das ist natürlich unter der Voraussetzung, dass das der einzige Weg ist, der irgendwie dorthin führt und sie nicht schon vorher irgendwo war. Genau. Also für den Fall seid ihr abgesichert, das ist richtig. Aber da die gerade gesagt haben, sie ist gleich da oder irgendwie sowas, dann stehen wir wahrscheinlich umsonst. Aber es war eine gute Idee. Ja, was möchte Merle tun, die ja jetzt der Kopf des Ganzen ist? Ja, momentan passiert ja nicht viel, ne? Eigentlich würde sie warten. Unterhalten die sich noch weiter oder war es das? Nur über Belanglosigkeiten. Hatte sich das, was sie gesagt haben, so angehört, als ob die da schon drin wäre? Ja, sie meinten ja, sie schien nervös, wärst du das nicht? Also es hört sich so an, als wären die schon drin, ja. Als wäre sie schon drin, so. Dann würde Merle ein paar Schritte zurück machen.
und Kasper davon in Kenntnis setzen, dass sie davon ausgeht, dass die da schon drin ist. Und zwar würde sie das machen, indem sie ihr Handy rauszieht. Also sie würde dafür sorgen, dass die Hintergrundbeleuchtung des Smartphones jetzt nicht so mega, mega brüllig ist, sondern ein bisschen runterschalten und würde dann da reintippen halt. Ich gehe davon aus, dass die Hohepriesterin schon in diesem Raum drin ist. Bitte sag den anderen Bescheid und würde ihm das hinhalten. Er nickt und würde sein eigenes Handy rausholen, um vorher noch daran einzutippen, sollten wir dann schon da reingehen oder erstmal so verweilen und die Lage weiter beobachten. Merle auf ihr Handy tippen und schreiben, große Flügeltür, die ist zu, davor warten Leute, wir kommen da nicht durch. Ich gehe davon aus, dass das Sabbatrudel verdunkelt da auch vorsteht. Dann heißt es also abwarten. Und dann würde Kasper Merle zunicken und zu Ilona gehen, um ihr Bescheid zu sagen, dass die Flügeltür zu ist. Merle davon ausgeht, dass die Priesterin schon drin ist. Wahrscheinlich auch verdunkelt davor warten. Das gibt Ilona dann so weiter an Live. Und er vermutlich an HW. Ja, genau. Okay. Heißt, wir trudeln da langsam Stück für Stück bei Merle ein. Dann seht auch ihr diese große doppelflügelige Stahltür. Die beiden Menschen, die davor stehen, wenn es Menschen sind, man weiß es nicht, Merle jedenfalls nicht, vertreiben sich die Zeit, indem sie einfach dastehen. Unterhalten tun sie sich jetzt nicht weiter, aber sie wirken, als würden sie auf irgendetwas warten, vor dem sie sich auch ein ganz kleines bisschen fürchten. Ein wenig wie zwei Leute vor einem Arzttermin. Ich habe mal eine Frage. Verdunklung funktioniert ja so, dass man Leuten ausweicht, sozusagen, ohne es zu bemerken. Genau, man ignoriert Leute. Verdunklung sagt einem subtil, da ist niemand. Wie ist das, wenn ich jetzt weiß, also davon ausgehe, dass jemand verdunkelt irgendwo im Raum ist und ich explizit darauf achte, ob sich die Leute sinnig bewegen oder nicht? Das wird nicht funktionieren, dann wäre Verdunklung viel zu einfach zu durchschauen. Okay, alles klar. Ich wollte nur mal fragen. Ja, weil du achtest dann per Proxy auch nicht darauf, wenn Leute sich ungewöhnlich bewegen. Und wenn man jetzt die Handykamera anmachen würde? Da Verdunklung Handys nicht austricksen kann, beziehungsweise Kameras, das würde funktionieren. Oh, Merle holt ihr Handy raus, macht ihre Kamera an und guckt einfach mal durch. Du scannst durch den Raum und tatsächlich siehst du in einer Ecke Genevieve, Jasper, Tina und Jackson herumstehen. Alle vier wirken ebenso, als würden sie warten, aber wesentlich ruhiger und entspannter als die beiden Menschen davor. Gerade Genevieve mit ihrem leicht gothic angehauchten Outfit, die steht da, fädelt sich an so einer Haarsträhne rum, rückt einmal ihre schwarze Brille zurecht, streicht sich mal so über den Ärmel. Also das ist eher so ein, der lässt mich hier ganz schön warten vor unserem Date, als ein, oh Gott, es geht gleich los. Okay, Merle möchte ihren Blitz ausmachen. Also wenn ich die ganz explizit darauf achten, dass ihr Blitz aus ist, dann möchte einmal ein Foto machen. Okay, dann gib mir trotzdem einmal einen Dexterity-Stealth-Wurf. Achso, es kann nichts passieren. Würfel einfach. Oh Gott. Wir wollen Merle scheitern sehen. Oh. Oh nein. Dafür hast du die Botches schon alle gewürfelt. Für diesen Sag Moment. Sag das nicht. Sonst Sag das call. Nicht. Ja, passiert nichts. Der Wurf war nur, um dich zu ärgern. Du bist ein Arsch. Können wir das Foto bitte ausdrucken und ihn irgendwann einfach so geben? Merle wird dir denen das Handy rumzeigen, damit die Leute wissen, dass sie da in der Ecke stehen. Ach so, okay. Ja. Nee, Merle, nee. Merle hat jetzt kein Gruppenselfie gemacht. Aber dadurch, dass Merle jetzt das Foto gemacht hat und die in der Kamera gesehen hat, sieht sie die jetzt in der Ecke, oder? Jetzt wisst ihr, dass sie da sind. Also ja, jetzt seht ihr sie. Ich muss einfach mal kurz fragen. Einfach nur so für den Fluff. Wenn Merle jetzt ein Gruppen-Selfie von uns als Gruppe macht, mit der anderen Gruppe im Hintergrund, sieht man alle, ja? Das wäre was. Sie macht, würde man, ja, sie macht ja keins. Man oh, hat geil. Keinen Humor. Ja, quasi einfach nur so dieses Gruppen-Selfie, wo alle so diese Hasenpfötchen, Hasenohren dann so zeigen, so mit den anderen, also mit Genevieve da so im Hintergrund und das dann einfach an Nacho schicken. Alle so mit Peace-Zeichen und Duckfaces und im Hintergrund wartet der Rest.
Ja, mein Charakter hat aber eigentlich leider keinen Humor. Von der Skala von 1 bis 5 hat Merle eine 0. Ja, sagen wir 0,5. Jetzt seht ihr sie, jetzt wo ihr wisst, dass sie da sind, seht ihr sie in der Ecke stehen. Tina erinnert euch so ein bisschen an Panther in einem Käfig. Sie rennt wahrscheinlich nur nicht auf und ab, weil Genevieve ihr das stark verboten hat. Genevieve, wie gesagt, wirkt eher, als hätte man sie auf ein Date eingeladen und sie fragt sich, ob der Typ tatsächlich kommt. Jackson und Jasper wirken noch am neutralsten. Jasper greift sich immer wieder in einer recht markanten Geste an den Unterarm, als würde er sich versichern, dass seine Ärmel noch da sind. Jackson dagegen, der wartet. Er tut tatsächlich nichts anderes, er wartet. Dann warten wir doch mit. Ihr werdet eine ganze Weile warten, bis dann schließlich aus der anderen Richtung, nicht aus eurer Richtung, der Gang geht in die andere Richtung noch weiter vorbei an dieser Tür, jemand aus dem Schatten tritt. Eine weitere Person, diese hier trägt ebenfalls eine Kutte, aber diese Kutte ist wesentlich prächtiger als die, die ihr vorhin in diesem Schattenball von Genevieve gesehen habt. Die anderen Kutten waren einfach nur schwarzer Stoff. Diese Kutte hier ist schwarzer Stoff, der mit goldenen und silbernen Intarsien bestickt ist und auf dem Rücken, das werdet ihr sehen, als die Person sich dreht, um in diese Tür zu gehen, ist ein merkwürdiges Symbol eingenäht. Es sieht aus wie eine Schlange, die sich um den Griff eines Schwertes windet. Diejenigen, die Okkult haben, können gerne mal Intelligence-Okkult würfeln. Sekunde. Ich würde auch. Okay, Herr Ilona hat das Symbol schon mal irgendwo gesehen, kann es aber nicht wirklich zuordnen. Harvey und Merle, ihr habt das Symbol tatsächlich schon mal gesehen. Und zwar in Bezug auf eine Art von Engel, nämlich die sogenannten Asharu. Was weiß man über die? Eigentlich nur, dass sie ein Haus der Engel sind. Ja, ich glaube, Merle und Harvey wissen höchstens noch, dass sie als Schutzengel gelten. Es ist irgendwie alles so ein bisschen nicht das, was ich erwarte hier. Die Person geht auf diese Doppeltür zu. Die Tür wird geöffnet. Die Person tritt ein. Tatsächlich öffnen die beiden Männer, die daneben stehen, dieser Person die Tür, als wäre sie ein lang erwarteter Ehrengast. Als die Tür aufgeht, seht ihr, dass Genevieve und die anderen sich in Bewegung setzen, um mit durch die Tür zu gehen. Die Person, ist die jetzt männlich, ist die jetzt weiblich? Das könnt ihr nicht sehen. Sie ist so in dieser weiten Robe versteckt, dass ihr die Gesichtszüge und die Körperform nicht erkennen könnt. Okay. Auspex. Okay. Jetzt aber nur diese eine Person konkret. Ja. Alles klar. Die Farben der Aura sind normal. Das ist also ein Mensch. Ihr beide seht, die Aura hat einen gelben Farbton, idealistisch. Ja, ich meine, wenn die Sabasi da reingehen, dann würde Merle hinterhergehen. Und sie würde im Gehen wahrscheinlich dieses Tuch, mit dem sie sich manchmal die Haare zusammenbindet, auch wieder umschlingen. Das ist so. Shit's getting real, yo. Folgen die anderen ebenfalls? Ja. Ja, nee, ich bleib vor der Tür stehen, ne? Natürlich. Alles klar, dann kommt ihr ins Innere dieser Kammer. Ihr seht einen Gang aus mehreren Leuten. Also zum einen tragen sie ebenfalls ein Tür aus einfachem schwarzen Stoff. Sie tragen außerdem jeder eine Fackel. Die Person schreitet da so langsam durch und ihr seht am Ende dieses Raumes zum einen ein Porträt, das einen schwergewichtigen Mann mit Glatze und tiefen Augenringen zeigt, Eligio Oscuro, wie ihr wisst. Dort vorne ist diese Säule, auf der diese merkwürdige Puppe steht, auf die diese Person langsam gemessenen Schrittes zugeht. Und daneben steht eine Frau, eine hochgewachsene, junge Frau, mit tiefschwarzen Haaren, die so einen leicht rötlichen Schimmer haben. Sie trägt ein Gothic-Kleid, das auch Genevieve wohl ganz gut stehen würde, auch wenn sie ein bisschen älter wirkt als Genevieve. Genevieve wirkt
wenn man sie alterstechnisch schätzen müsste, noch keine 20. Diese Frau hier ist eher so Mitte 20. Sie lächelt zu dieser Person, die jetzt langsam auf diese Säule zutritt und scheint ihr Mut machen zu wollen. Nickt ihr sogar leicht zu, als sie näher kommt. Okay, also das ist das Opferlamm. Ja, das haben wir jetzt schon verstanden. Können wir einmal die Gothic-Tussi, die einmal auspexen? Dann spex sie mal. Ich mache auch mit. Das ist gut, weil ich werde wahrscheinlich wieder botten. Nee, jetzt würfeln wir immer gleich. Okay, diese Person ist ein Vampir. Große Überraschung. Ihre Aura ist von einem satten Gold. Sie hat gerade ein spirituelles Erlebnis. Okay, also ich glaube, wir gehen jetzt davon aus, dass das die Hohepriesterin ist, ne? Also du hast gesagt, dieser Typ, der ganz hinten, der jetzt auch einen Token hat, ist in Wirklichkeit nur ein Bild, ne? Ja, das ist ein prächtiges Ölgemälde von ihm, das auf die Versammlung hier hinabzublicken scheint. Kann ich das Bild Eyes of Kersen? Kannst du machen. Auf dem Bild, auf dem Ölgemälde an sich, ist er vor einem schwarzen Hintergrund. Du siehst, dass er vor einem alten Schloss steht. So ein richtig klassisches Vampirschloss, wie man sich das vorstellt. Und in seine Stirn ist etwas eingeritzt, sodass ihm das Blut in die Augen läuft. Das Wort Verräter. In seiner linken Hand hält er einen Pflock und in seiner rechten hält er eine Blume. Soweit du das erkennen kannst, ist es eine Schwertlilie. Und dann reißt diese Vision wieder schlagartig ab. Ha. Was ist am Rand dieses Raumes? Alter, nackter Beton. Wie viel Abstand ist von dem Spalier der Leute bis zum kalten, nackten Beton? Lass mich kurz schauen. Das sind etwa 2 bis 3 Meter. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also man könnte jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ganz bequem hier so lang gehen, ja? Ja, überhaupt kein Problem. Das klingt doch nach einem Plan. Oh, gehen die da lang? Ja, die stehen da. Wo genau ist dieses Reliquiar? Dort. Moment, ich zeichne es mal eben ein. Sekunde. Die Person in der Kutte tritt jetzt dort heran und ihr könnt sehen, dass sie die Kutte abschreift. Jetzt seht ihr einen Rücken, ganz eindeutig von einer Frau. Also an der Körperform erkennt man das dann doch. Sie hat auf den Rücken ein prächtiges Gemälde tätowiert, das eine gekreuzigte Maria zeigt. Merle, du kannst regelrecht Nachos Tobsuchtsanfall in deinem Kopf hören. Wird kleiner. Und die Person hier vorne fängt an zu sprechen. Schwester Greta, bist du bereit? Die Leute hier an den Seiten wiederholen diese Frage, alle im Chor. Das scheint etwas zu sein, was sie lange eingeübt haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was wollt ihr tun? Natürlich wird das jetzt alles gleichzeitig passieren, während sie ihre Predigt fortsetzt. Aber wenn ihr in der Zeit irgendetwas tun wollt, steht euch das frei. Und konnte man nochmal seine Stimme durch Auspex 4 verstellen? Manipulation Subterfuge, ne? The player rolls intelligence subterfuge. The subject recognizes that the thoughts come from somewhere other than his own consciousness, though he cannot discern the actual origin without a successful perception awareness roll. Difficulty equal to the vampire's manipulation subterfuge. Ja, hier steht, these thoughts, however, are still obviously intrusions into the target's mind, but the character may attempt to disguise her mental voice with a role of manipulation subterfuge. Okay. So the target doesn't, aber es ist immer von außen, ne? Yep. Ah, shit. Das kriegt man auf jeden Fall mit. Na, ja, verflucht. Ich wollte gerade so ein bisschen Zweifel einreden. Ich bin bereit. Bist du willens, deine sterbliche Hülle zu opfern, damit Lamiel auf der Erde wandeln kann? Ich bin willens. Bist du stark genug, Lamiel in dich aufzunehmen? Ich bin stark genug. Dann berühre das Reliquar und nimm Lamiel in dich auf. Die junge Frau streckt ihre Hand aus und in dem Moment stehen die anderen noch dort unten. Also Ilona wird ein bisschen zur Seite gegangen sein, aber die wird nicht nach vorne gegangen sein, auf keinen Fall. Oh, Kaspar wird auch mit nach vorne gegangen sein, ich war kurz weg. Okay. In dem Moment fliegt die Tür auf, in bester dramatischer Manier. Bitte, so eine Drama-Queen. Und ihr seht, dass dieser Maskierte eintritt. Noch bevor allerdings irgendjemand darauf reagieren kann,
streckt die junge Frau ihre Hand aus und berührt das Reliquar. Und sofort seht ihr, dass ihre Haut, dort wo das Reliquar sie berührt, sich aschgrau verfärbt. Diese Verfärbung geht in einem unglaublichen Tempo ihren Arm hoch, ihren Körper bis zu ihrem Kopf und sie windet sich und macht einen Schritt zurück. Und ihr hört, dass Gist Huff in einer tiefen, rauen Stimme ruft. Nein. Aber dann ist es schon zu spät. Diese Frau stolpert nach hinten. Sie öffnet den Mund, als würde sie versuchen zu schreien, aber kein Wort kommt heraus. Stattdessen beginnt ihr Kopf sich gewalttätig zur Seite zu winden, zur einen Seite und dann zur anderen. Und dann mit einem lauten Knackgeräusch dreht der Kopf sich einmal um, sodass sie in die falsche Richtung blickt. Und dann sackt sie auf die Knie. Das war jetzt super dramatisch, aber leider hat durch deine Stimme das Mikrofon überhaupt nicht aufgezeichnet, was er gesagt hat. Einfach nur nein. Ach so, okay. In diesem Moment steht sie wieder auf und ihr seht, dass ihr Körper beginnt sich zu verändern. Ihre Arme, zuerst sieht es aus, als würden Stacheln daraus wachsen, aber dann seht ihr, dass es Federn sind. Ihre Finger werden zu langen Krallen und ihr seht, dass ihr ein zweites Armpaar wächst, knapp unterhalb des ersten. Ihr Kopf blickt nach wie vor in die falsche Richtung, sodass der ganze Teil, der beim Menschen vorne wäre, also die Brüste, der Genitalbereich und so weiter, auf ihrem Rücken sind. Und auch diese beginnen sich zu verändern. Ihr Gesicht wird aschfahl und nimmt starke, scharfe Züge an, ein wenig wie die eines Vogels. Ihre Augen werden größer und vollständig schwarz, bis, was dort steht, eine vogelartige Kreatur ist, mit Krallenfüßen. Sogar eine Art Schnabel, auch wenn dieser Schnabel nicht aussieht wie der von irgendeinem Vogel, den ihr kennt, sondern eher wie die Spitze eines Schwertes. Dort vor euch steht ein Wesen, das mit Worten nicht zu beschreiben ist. Ein Wesen, das so bösartig ist, so falsch, so jenseits aller Möglichkeiten der Schöpfung, die ihr jemals gesehen habt, dass ich von allen von euch einmal einen Willpower-Wurf brauche. Auf die verbleibenden Willpower-Punkte oder generell? Auf eure momentane Willpower. Ob das ist der Moment, wo Merle sich nebenbei bekreuzigt. Just saying. Dann schafft ihr alle es zumindest, euer Gesicht zu wahren, als ihr dieses definitiv falsche Wesen seht. Das ist einfach nur wieder die Schöpfung. Und ihr seht, dass dieses Wesen sich umblickt. Die unteren, etwas längeren Arme stützen sich auf den Boden. Es hat ein bisschen was von einem Vogel, der, ja, wenn er nicht fliegt, die Flügel benutzt, um sich auf den Boden abzustützen. Es blickt sich um, blinzelt und sieht dann direkt in eure Richtung und stößt einen hellen Schrei aus. Ihr seid entdeckt und in diesem Moment fällt eure Verdunklung. Nur von uns oder auch von den anderen? Von euch, es hat nur in eure Richtung erstmal geguckt. Das ist okay, dann sind wir jetzt die Ablenkung. Hi! Ihr seht, dass diese Frau dort oben auch mit einem Mal ein wutverzerrtes Gesicht hat und auf euch deutet. Ketzer! Lamiel, labe dich an ihnen! Und damit brauche ich Initiative von euch. Wenn es okay ist, hake ich die ganzen Gläubigen in einer Runde ab, weil das ansonsten etwas viel ist. Kannst du die vielleicht in zwei Gruppen machen? Okay, kann ich auch machen. Okay, dann beginnt der Kampf und es ist Genevieve, die als erstes handeln wird. Aber fangen wir mal von hinten an. Die Sekunde, welche ist das? Die linke Sparte von den Knechten Lamiels. Die möchten auf euch losgehen. Jackson möchte einen von denen von hinten packen und eine Disziplin anwenden. Merle, was willst du tun? Ich habe erstmal eine Frage. Was zum Fick geht da mit Genevieve auf gerade? Die hat richtig gut gewürfelt. Merle möchte Blutpunkte schmeißen und ihre Stamina erhöhen. Okay, die ganzen Knechte Lamials auf der rechten Seite möchten euch ebenfalls angreifen. Harvey. Ich möchte wirklich gern ganz woanders sein. Das ist leider keine Option. Ich werde mein Schwert ziehen und mich rückwärts bewegen, weg von denen. Okay, Kaspar.
glaube, dann ist das Beste, was Kaspar jetzt gerade tut, dazwischen zu gehen, wenn da jetzt die auf den Rest losgehen. Sprich, nicht einmal zwischen dem Pulk und Rest der Gruppe. Okay. Gustav möchte... was möchte der tun? Ja, der möchte auf dieses Ding zurennen. Jasper möchte einige der Leute dort vorne schnetzeln. Endlich darf er das. Die Priesterin möchte eine Disziplin einsetzen, und zwar auf Merle. Ilona. Sieht es so aus, als würden auch auf Ilona zugehen? Oder weil ja, sie da die, so in der die Ecke möchten steht? Einfach auf euch zurennen und euch okay. umbringen. Das ist alles, was sie wollen. Also die gehen wahrscheinlich zu dem, Ziel, den sie als erstes erwischen. Okay, alles klar. Dann würde Ilona die wahrscheinlich erstmal dreadgazen, die auf sie zulaufen. Alles klar. Tina möchte ihr Schwert ziehen und draufhacken. Lamiel möchte auf Kaspar zurennen und Kaspar verdreschen. Live, was willst du tun? Live möchte unten ja auch auf, einfach auf die Typen draufdreschen, die in Richtung Luni erstmal rennen. Du weißt, dass Luni versucht, Dreadgaze auf sie zu schmeißen, also ist die Frage, ob es nicht vielleicht sinniger ist, irgendwas anderes zu tun. Ja, ja, aber da, sag mal, die zwei unteren, die rennen jetzt auf sie zu, der dritte auf der rechten Seite, der rennt zu mir, oder was? Ja, so ungefähr. Also als Faustregel, die werden auf den rennen, der ihnen am nächsten ist. Ja, dann nimmt er auch den nächsten, den er... Ich mach Nummer 3 rechts... Attacke mit Krallen. Alles klar. Genevieve, die auch als erstes dran ist, wird die Verdunklung, ja gut, sie wird sie nicht fallen lassen, aber sie wird sie aushebeln, indem sie einmal theatralisch mit den Fingern schnippt und mal sehen. Und aus den Wänden wachsen, oh, da hat sie relativ gut gewürfelt, insgesamt 6 Tentakel und beginnen sich in diese Menschen zu bohren. Die schreien auf und winden sich, als hätte man ihnen glühende Kohlen in den Rücken gerammt. Na super, jetzt hat Jaspano noch einen zum Aufschnetzeln. Live. Schnetzel, Schnetzel. Okay, dann stell dich an den, den du angreifen willst, und greif an. Epp, du ratschst ihm die Kehle auf, er taumelt zurück und hält sich die blutende Kehle. Aber er lebt noch, hustet und blickt dich hasserfüllt an. Die Blutpunkte muss ich mir aufheben. Lamiel nutzt seinen ersten Angriff, um diesen Menschen, der die Dreistigkeit besitzt, ihm im Wege zu stehen, mit seinen Krallen aufzuspießen. 3 lange Krallen bohren sich einfach wie durch Papier durch seinen Bauch. Und mit dem Aufgespießten noch in den Krallen läuft Lamiel zu Kaspar und möchte versuchen, ihn mit... seinen Krallen zu behaken. Möchte Kaspar irgendwie versuchen auszuweichen? Weil blockieren wird da nicht möglich sein. Ja, ich möchte ausweichen. Okay, dann würfel schon mal für ausweichen. Okay, du weichst diesen Krallen aus. Sie erwischen gerade noch so dein Shirt und schneiden da 3 tiefe Furchen rein. Sieht ziemlich cool aus, aber dann kommt der zweite Angriff. Dem kann ich auch ausweichen, ne? Nur wenn du eine Geschwindigkeitsaktion noch hast. Oh, okay. Nevermind dann. Also wird der zweite dich leider treffen. Mal sehen, mit wie viel. Du kannst mir schon mal Soak würfeln für Aggravated. Ich glaube, ich aktiviere da mal. Also ich pump mal einen Blutpunkt für Seelenstärke. Alles klar. Wie viel Soakst du dann? Das ist. Hier. Okay. Diese Krallen erwischen dich am Bauch und obwohl du dein Blut pumpst und obwohl du dein Fleisch verhärtest, spürst du einen Schmerz, als hätte jemand dich mit einem Dolch aus Glas und Eis abgestochen. Du nimmst 2 Aggravated Schaden auf den Bauch. Autsch. Tina. Tina nimmt ihre... Tatsächlich ist es jetzt keine Machete, die sie dabei hat, sondern sie hat tatsächlich ein zweihändiges Schwert. Damit läuft sie auf den Typen hier zu und schwingt es einmal mit einem lauten Kampfschrei. Und sie wirbelt das Schwert einmal herum und schlägt diesem Typen sauber den Kopf ab. Ilona. Ich kann ja auch mehrere Personen dreadgazen, oder? Das kannst du.
dann würde ich auf jeden Fall die zwei vor mir einschüchtern wollen, verschrecken wollen. Alles klar. Wie machst du das? Also du musst ja irgendwie deine Fangzähne blecken, sie anschreien, sie böse angucken. Warte, lass mich gucken. Dreadgaze engenders unbarreled in its victim. Ja, Singular. Also ja, hast recht. Dann zwei nur gegen eine, weil ja, da steht Singular. Okay, oben oder unten? Welcher darf es sein? Oben. Okay, dann einmal Charisma Intimidation, bitte. Das sind, da hat er nicht so viel drin. Der hat jetzt Schiss vor dir, der weicht zurück. Die Hohepriesterin, die wird in ihrer Hand einen Ball aus schwarzem Feuer erzeugen und sie wird ihn auf Merle schmeißen. Gib mich. Dann kannst du mir mal Soak for Aggravated würfeln und du musst mir auf Rührschreck würfeln. Mhm. Also das ist mein Soak. Okay, dann trifft der Feuerball dich, aber obwohl diese Kälte, die gleichzeitig verbrennt, sich deinen Arm emporfrisst, nimmst du keinen Schaden, aber dein Top brennt. Beziehungsweise deine Kleidung. Und dann einmal Rückschreck, bitte. Okay, Merle schafft also auch den Rückschreckwurf, aber sie brennt. Das ist auch nicht gut. Oh ja, das ist gut. Das ist echt gut, ehrlich gesagt. Ja, gerade ist das gut. Also ich finde es nicht gut, aber ich finde es gut, ja. That girl's on fire. Ja, das ist gut. Weißt du, warum das gut ist? Warum? Weil Merle keinerlei offensive keine offensiven Fähigkeiten hatte. Bis gerade. Jetzt kann sie die Leute mit Dämonenfeuer schlagen. Jetzt brennt sie. Do you wanna hug? Jasper bewegt sich so schnell, dass er zu verschwimmen scheint, packt diesen Typen hier von hinten und würfel das jetzt alles mal in einem Aufwasch, glitzt ihm die Kehle durch, aber nicht vollständig. Der Typ hustet und hält sich die blutende Kehle. Jasper tanzt sofort ein bisschen zurück, wirbelt dieses Rasiermesser. Ihr wisst nicht, wo er das her hat. Mit einem Mal hat er es in der Hand wie hergezaubert. Gustave wird hier in die Richtung rennen, dann sehen, dass Lamiel sich Kaspar zuwendet und das scheint er dann für relativ egal zu befinden. Stattdessen nimmt er etwas aus seiner Tasche. Ihr könnt nicht sehen, was es ist, weil es ein kleiner Gegenstand ist, den er in der Hand hält und er drückt ihn gegen seinen Mund und scheint entweder etwas zu flüstern oder diesen Gegenstand abzulecken. Ihr wisst nicht, was es ist und ihr wisst nicht, ob ihr es wissen wollt. Kaspar, du hast versucht auszuweichen, also bist auch ausgewichen. Dementsprechend bist du fertig. Harvey. Ja. Ich wollte ja mein Schwert ziehen. Das soll dir gelingen. Ich richte so die Spitze. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Richte ich das Lamiel auf die Typen? Ich weiß nicht. Und, ja. Hier fühle ich mich glücklicher. Habe ich das richtig verstanden? Du hast jetzt überlegt, welches Ziel du anvisierst und hast dich für den Rückzug entschieden. Nein, es ist mehr so, er weiß nicht ganz. Okay, fuck, fuck, fuck. Okay, ein bisschen Abstand schadet nicht. Weil es Schwertchen kostet mich ja die volle Aktion, ergo kann ich auch gerade gar nichts anderes. Merle, du brennst. Ja, also Merle hat jetzt gesehen, wie das Vieh Kaspar angegriffen hat und das bei Kaspar Schaden gemacht hat, deswegen möchte sie gerne einmal ihre Aktion. Wobei muss ich Aktion ändern, wenn ich ein anderes Attribut pushen möchte? Oder nee, ich würde sagen, das ist gleichbedeutend. Und bewegen kann ich mich ja auch, ne? Ja. Aber ich muss trotzdem meine, ich würde gerne auf Willenskraft würfeln, um meine Aktion zu ändern. Das muss ich so oder so. Okay. Ich würfel einmal auf Willenskraft. Das sollte geklappt haben, ja. Kein Problem. Genau, weil Merle denkt sich, ja lol, jetzt brenne ich und das Ding, das macht mich eh fertig. Da muss ich gar nicht erst Stamina pushen. Das bringt sowieso nichts vermutlich. Wie weit kann sich Merle in einem Zug bewegen? Ich würde sagen, bis etwa hierhin vielleicht. Wie weit kann Merle sich bewegen, wenn sie vorher Blutpunkte in Geschick reinballert? Dann bis zum Reliquar. Und sie kommt also nicht zu der Hohepriesterin, auch wenn sie die anspringen will? Nein. Ach, fuck. Auch nicht, wenn sie ihr Geschick auf 5 steigert? Auch dann nicht. Ich komme nur bis zum Reliquar. Das Reliquar, ist das überhaupt noch da? Ja, das ist noch da. Dann möchte Merle, sagen wir mal, erstmal 2 Punkte Geschick pumpen und möchte sich bis hier bewegen, geht das? Ja, das geht. Bis hier? Okay. Gut, das war dann ihre Aktion. Jackson möchte sich hierhin bewegen, aber seine Verdunklung auch nicht fallen lassen. Die Gruppierung hier an der Seite, die ist jetzt damit beschäftigt, sich zu winden und zu schreien, die können nicht viel mehr machen. Die Knechte Lamiels, der hier möchte wegrennen. Der hier, der untere, der möchte zu Gustav gehen, aber als er versucht, ihn zu packen
und ihm dann wahrscheinlich mit dem Dolch, den er in der Hand hält, eine reinzuwürgen, passiert was Merkwürdiges. Er streckt seine Hand nach ihm aus und bleibt mit einem Mal stehen und ihr seht, dass seine Augen weit werden und dann mit einem Mal sein Kopf so weit nach hinten gedrückt wird, dass ihr hört, wie sein Rückgrat bricht. Und er sackt zu Boden und rührt sich nicht mehr. Gistaffin der Zweite ist immer noch damit beschäftigt, in seine Hand reinzureden. Der Knecht hier, der sieht Live, der ihm gerade die Kehle angeschlitzt hat, und er möchte mit einem Dolch nach Live stechen. Ein langer, gebogener Dolch, wie zu Ritualzwecken. Okay, Live, du kannst mir schon mal auf Soak würfeln. Ups. Okay, zum Glück zieht Soak nichts ab. Er sticht dir in die Schulter und du nimmst, als der Dolch sich durch dein untotes Fleisch bohrt, nimmst du einen tödlichen Schaden an der rechten Schulter. Der hier, der geht auf Harvey zu. Nicht beeindruckt von Harveys Getue. Harvey hat auch keine Aktion mehr zum Ausweichen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann kann Harvey ihm ja auch schon mal Soak würfeln, auch wenn er das schaffen sollte. Der Typ hat nicht sehr gut gewürfelt. Ja, läuft. Er versucht, Harvey ins Gesicht zu stechen, aber gehärtet durch untote Kräfte. Stimmt. Einsen ziehen doch was ab, dann nimmt Live zwei Schaden. Auch die rechte Schulter. Harvey nimmt aber keinen. Er versucht, den Dolch Harvey durchs Gesicht zu ziehen, schafft es aber nicht. Die beiden hier, die sehen Jaspar da oben, die wollen nicht in Lamiels Nähe. Die sehen Jaspar da oben und stechen auf ihn ein. Okay, aber Jaspar opfert seine Geschwindigkeitsaktionen, um ihnen auszuweichen. Er tänzelt geschickt um ihre Angriffe herum. Sieht dabei auch noch unverschämt gut aus. Und dann könnt ihr mir neue Initiative würfeln. Ich würde gern Geschwindigkeit, also... Same. Okay, dann... Ich hätte gern zwei Aktionen mehr. Okay. Erinnert mich im Zweifelsfall nochmal dran. Wow. Knechte Lamiels möchten angreifen, logischerweise. Was will Kaspar tun? Kaspar möchte um Lamiel herumtänzeln, ihn beschäftigt halten, aber dabei seinen Angriffen ausweichen. Dann Harvey, was hat der vor? Der will sein jetzt gezogenes Schwert dem Typen damit den Hals aufschlitzen. Alles klar. Dann ja, Kaspar möchte rumtänzeln. Merle? Merle möchte sich, gesetzt dem Fall, dass sie immer noch brennt, auf die Hohepriesterin draufwerfen. Alles klar. Tina möchte einen weiteren Kultisten angreifen. Live? Ja, erstmal den Gnadenstoß und dann kommen wir die Zusatzaktion. Ja, ja, dann kommen die Zusatzaktionen, die musst du jetzt noch nicht ansagen. Ilona. Ilona würde die perfekte Schussbahn ausnutzen, die sie jetzt zur Hohepriesterin hat, und sie versuchen abzuknallen. Alles klar. Die Hohepriesterin möchte eine weitere Disziplin an ihn einsetzen. Jackson möchte das gleiche tun. Genevieve ebenfalls. Gistaff auch. Jaspar möchte sich zur Wehr setzen. Und Lamiel. Lamiel kreischt wieder auf und wird mit insgesamt drei Armpaaren, also mit drei Armen, nicht mit drei Armpaaren, er hat ja nur zwei, aber mit insgesamt drei Armen nach Kaspar schlagen und schnetzeln. Ich würde es ja nacheinander würfeln, weil ich meine, am Ende stirbst du beim zweiten Mal oder so. Nicht, dass ich es hoffe, aber... Okay, warte, lass mich mal kurz eine Sache gucken. Okay, Kaspar hat da einen Erfolg. Dummerweise hat es noch schlechter gewürfelt, sodass Kaspar dem ausweicht. Oh mein Gott. Puh. Dann würfel ich mal was. Ja, es ändert eine Aktion und sperrt seinen Schnabel auf. Und wird Kaspar etwas entgegenkreischen. Okay, du hast vier Seelenstärke, ne? Ja. Es kreischt dir etwas entgegen und aus seinem Maul bricht ein schwarzer Strahl hervor, der sich wie eine Lanze in dein Fleisch bohrt. Du spürst, dass irgendetwas in dir beginnt aufzuquellen und deine Brust bricht auf mit einer widerlich eiternden Wunde. Du siehst das Knochensplitter da herauskommen und du spürst Blut in deinem Mund.
dass die herunterrennt. Ich habe die vier schon abgezogen, trotzdem nimmst du auf die Brust 3 tödlichen Schaden, als dein Fleisch aufbricht. Wait, kann ich dem nicht ausweichen? Nö. Will? Und dann springt Lamiel an die Wand und mit seinen 4 Armpaaren krabbelt es wie eine Spinne die Wände entlang. Aber jetzt wird's eklig. Und von oben kreischt es diese lästerliche Silbe auch auf Merle herab. Wie viel Seelenstärke hast du? 3. Und ich brenne. Okay. Dieser Strahl trifft dich im Rücken und du spürst, wie dein Rückgrat sich verbiegt und Teile davon aus deinem Körper herausbrechen. Blut und schwarzer Eiter laufen deinen Rücken hinab. Du nimmst auf den Rücken 4 Liefel. Okay. Jasper. Ich dachte, wir sind noch nicht am Staffelende. Jasper schlitzt den Typen hier die Kehle auf und... das kann der Typ gar nicht schaffen. Jasper schlitzt ihm die Kehle auf. Gistaff wird panisch zu Lamiel gucken, der an der Decke klebt, und noch einmal etwas in den Stein brüllen. Ihr seht jetzt, dass er einen Stein in den Händen hält. Ihr könnt nicht hören, was er brüllt durch das ganze Tohuwabohu um euch herum. Aber dann deutet er auf Lamiel und spricht etwas weiteres, was ihr nicht hören könnt. Wenn das irgendetwas bringt, ist es nicht genau zu sehen, was es ist. Genevieve bewegt ihre Hände und ihr seht, dass diese Tentakel sich enger um die Leute winden. Sie alle kreischen vor Schmerzen auf, aber dann mit einem Mal gibt es mehrere laute Geräusche, als würde sie mehrere Zweige durchbrechen. Und sie hängen leblos in den Schattententakeln. Jackson springt von hinten auf diesen Typen, hält ihm mit den Händen die Augen zu und dem Typen beginnt der Kopf wegzufaulen. Die Hohepriesterin, die blickt zu Merle, sie sieht ja, was Merle vorhat, und macht so eine Geste mit einem Finger. So eine Geste, ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann wird sie einmal was würfeln. Deine Willenskraft ist momentan was, Merle? Was? Dann ruft sie dir entgegen, alles, was du tust, ist zum Scheitern verurteilt. Für eine Runde gelten Würfe, die du nicht bestehst, als Botch. Yay! Du musst sie einfach nur bestehen, hallo? Easy. Ilona, du wolltest sie abknallen. Kurze Frage, dieses Reliquar, das da auch bei ihr liegt in der Nähe, hat sich das irgendwie seit der Transformation von Lamiel irgendwie verändert? Nee, das sieht genauso aus wie vorher. Eine fein gekleidete Puppe, die mit kostbarem Material ausgestopft ist, überwiegend Federn. Die Frage ist natürlich, ob man das Ding jetzt, wenn man das Ding kaputt macht, ob das irgendwas bringen würde. Aber der erste Schuss gilt erstmal der Hohepriesterin. Dann schieß mal. Zielst du auf irgendein bestimmtes Körperteil oder schießt du einfach? Wie immer eher Kopfgegend. Okay. Jupp, dann kannst du 5 rübernehmen. Das waren 4, glaube ich, von Haus aus. Jupp. Plus 5 macht 9. Der Schuss löst sich, die Kugel fliegt und kurz bevor sie die Hohepriesterin trifft, scheint sie zu verdampfen. Live möchte gerne sich etwas tun, was er von Jasper nämlich angeguckt hat, nämlich in die Kehle beißen und trinken. Okay. Und dabei natürlich etwas mit dran rumreißen, also quasi den letzten Gar. Bite, only to vampires. A bite maneuver is a combat bite intended to cause damage rather than drain blood. Ha, also man kann nicht beißen und trinken. Nein. Okay, dann funktioniert das leider nicht so. Yep, außerdem müsstest du ihn dafür zuerst erfolgreich grappeln, halten oder tackeln. Dann einen normalen Krallenangriff. Alles klar. Nice. Ne, dem weicht er aus. Dann ist Tina an der Reihe. Tina rempelt den panisch fliehenden Typen zur Seite und rennt zu dem Typen hier und treibt ihm ihr Schwert durch die Seite. Beziehungsweise sie versucht es. Und sie rammt ihm das Schwert volle Kanne in die Rippen und zieht es wieder raus. Er bricht zusammen, sie blickt zu Live. Du siehst, dass ihr Auge, das sie auf der Stirn trägt, hell leuchtet und sie brüllt dich an. Das hier ist nicht die unnütze Olympiade, du Schwachkopf! Merle. Merle ist ja nicht doof. Und Merle denkt sich jetzt, warum zum Fick sollte der scheiß Dämon mich angreifen? Es sei denn, weil ich gerade die Person bin, die sich dem Kack-Reliquar genähert hat. Merle möchte ihre Aktion ändern. Und Merle möchte stattdessen, woraus besteht der Kopf der Puppe?
soweit du das sehen kannst, aus Stoff, aber nicht irgendwelchem groben Stoff, sondern aus sehr feinem. Darin sind zwei Augen eingenäht, die aus Kristallen bestehen. Brennt Merle noch? Ja, dein Arm brennt immer noch. Das bedeutet, vielleicht wäre vorher noch mal ein Rötschreck-Test angebracht, wenn ich so drüber nachdenke. Na, dann mache ich doch erstmal den Rötschreck-Test. Moment, das war das Falsche. Ich habe das Falsche gewürfelt. Ach doch, ja. Doch, das ist das Richtige. Aber du schaffst ihn. Hurra! Ich wusste gar nicht, dass Wunderzüge da auch drauf gehen, aber scheinbar ja. Okay. Merle denkt sich, okay, warum hat das Ding mich angegriffen? Wahrscheinlich, weil ich mich dem Reliquiar genähert habe. Und ich meine, sie ist eh schon fast tot, also wird sie jetzt das einzig Sinnige machen. Sie wird da hingehen und wird versuchen, diese Puppe irgendwie zu beschädigen. Die Frage ist jetzt, also ich meine, sie brennt, das ist schon mal gut. Das heißt, sie würde auf jeden Fall Feuer in Richtung dieser Puppe bewegen, insbesondere weil ja die Puppe Federn hat. Gleichzeitig würde sie, glaube ich, der fragilst wirkenden Stelle reißen. Dafür würde sie, glaube ich, sogar stärker aktivieren. Okay, dann gib mir mal einen, ich würde sagen, einfach einen Strength-Wurf. Und vor allen Dingen möchte ich einen Willenskraftpunkt ausgeben, um meine Wundabzüge für eine Runde zu ignorieren. Du hältst die Flamme an das Reliquar und zerrst und ziehst daran und einige der Federn beginnen ein klein wenig zu qualmen. Kaspar ist soweit fertig, der kann nicht viel mehr tun. Das Reißen hat nichts gebracht. Nee. Havel. Also, ermutigt dadurch, dass gerade jemand anscheinend an meinem Schnurrbart der Dolch abgeprackt ist, versuche ich weiterhin, dem Typen hier die Kehle aufzuschlitzen mit meinem Schwert. Ja, den möchte er ausweichen. Nope, du kannst zwei auf den Schaden rübernehmen. Du ratschst ihm ein wenig über die Brust. Das tut ihm weh. Er kann nichts mehr machen. Er ist ausgewichen, aber der andere, der Panik vor Ilona hat, der flieht ein bisschen weiter. Der findet das nicht so toll. Ihr habt noch Dexterity-Aktionen. Wie bei der Extra-Aktion, darf ich da zusätzlich auch laufen? Oder wäre das dann schon... Okay. Darfst du. Wie weit darf ich denn laufen? Ich würde mal sagen, so ungefähr passenderweise bis auf Just Pass höher. Und wenn, würde es was bringen, wenn ich auf die, also wäre es ein Unterschied, wenn ich auf die Puppe schieße oder wenn ich meine Pistole an den Kopf der Puppe halte und dann abdrücke? An den Kopf der Puppe halten und dann abzudrücken wäre definitiv keine Frage, ob du triffst. Okay. Dann würde ich das einfach mal versuchen. Also ich würde einfach mal hier hinrennen. Schießen. Dann würde ich das erstmal so versuchen. Okay, dann schieß mal. Bitte triff. Ach, wenn ich dich treffe, ist das halb so wild. Okay, da überlebt Merle diesen dämonisch krassen Mega-Angriff und dann bringt Ilona sie um. Nee, Ilona verfehlt einfach nur. Ein Schuss hallt durch die Luft, aber die Puppe wird verfehlt. Okay. Darf ich jetzt direkt nochmal? Wie oft hast du jetzt geschossen? Das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Die hat eine Rate von 4, das heißt, du kannst noch schießen. Okay. Problematischer wäre das bei einem Gewehr, einer Shotgun oder einem Bogen. Dann müsstest du eine Aktion aufwenden, um nachzuladen. Also behalt im Kopf, du hast jetzt noch 2 Kugeln in der Kammer, danach musst du nachladen. Mhm, alles klar. Dann würde ich mich jetzt mit meiner dritten Aktion direkt zur Puppe begeben, einmal die Pistole draufhalten und abdrücken. Okay, dann würde ich sagen, kannst du, mach mir mal einen Wurf, weil eine 1 wäre, dass dir der Finger zittert oder sowas. Ja. Die Hand zittert, aber die Schwierigkeit ist jetzt natürlich lächerlich gering. Und ich würde einen Willpower auch noch abgeben. Okay, für einen Zusatzerfolg. Ja. Dann kannst du 5 rübernehmen. Ein Schuss löst sich und eine ganz leichte Schmauchspur zeigt sich dort, wo du hingeschossen hast, aber keine Federn fliegen, die Puppe wird nicht zerfetzt oder so. Sie sieht fast genauso aus wie vorher, mit einer leichten Beschädigungsspur. Dann waren das, glaube ich, all deine Celerity-Aktionen. Dann ist Live dran mit seinen beiden. Wenn das jetzt so momentan ist, würde, glaube ich, Live
eine ganze Aktion nutzen, um auch nach vorne zu rennen. Alles klar, wenn du eine ganze Aktion dafür opferst, geht das. Wenn du dann quasi sprintest. Da Merle und Iluna da gerade dran sind, das Vieh ist gerade an der Decke, ne? Yep, das klebt oben an der Decke, in einigen Metern Höhe, wie eine ziemlich bizarre Spinner. Also grundsätzlich würde Live erstmal hierhin rennen mit der einen Aktion, wenn Merle dabei und Iluna da dran sind. Also ist es mit einer Aktion möglich, quasi so an der Wand, also zur Wand zu rennen, da hoch? So hoch wirst du nicht kommen. Also man kann das Vieh nicht angreifen? Nee, im Moment nicht. Im Moment klebt es viel zu hoch an der Decke. Dann würde er wahrscheinlich, allein weil Merle brennt, auf diese Seite gehen und dann auch nochmal auf die Puppe draufhacken. Dann würfel mal einen Angriffswurf. Was ist los? Nee, deine Hand zittert. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Wut, du weißt es nicht. Merle brennt, ich wollte nicht so nah dran. Das vielleicht auch. Dann waren das deine beiden Aktionen, dann hat Kaspar noch einer. Ich habe sogar noch zwei. Ja, stimmt, du bist ja nur einmal ausgewichen. Genau. Live kommt da vielleicht nicht hoch, aber Kaspar hat Leads and Bounds. Kommt er zu dem Viech hochgesprungen? Dafür müsstest du eine Aktion opfern und einen Dexterity Athletics Check schaffen. Okay, wie... Okay, ja, damit kannst du hochspringen. Du könntest ihm jetzt im Flug eine verpassen. Oder du könntest dich auf seinen Bauch oder so drauf springen, weil er mit den Armen ja so von der Decke hängt wie eine Spinne. Wie klug das ist, sei dahingestellt. Aber du könntest. Übrigens fehlen ja noch zwei Würfel, weil er hat die zwei Würfel von den Hunden natürlich mit abgezogen. Machen die noch einen Unterschied, oder? Nee, das reicht. Das reicht aus. Mit Leaps and Bounds. Cool. Dann möchte Kaspar sich an das Vieh dranhängen, ihm dabei, wenn es direkt geht, ihm eine verpassen. Und dann anschließend weiter den Vieh rumreißen. Du könntest entweder versuchen, es zu packen oder ihm eine verpassen. Beides geht nicht. Wenn ich dem Vieh eine verpasse, kann ich mich dann trotzdem irgendwie dran festklammern oder so? Nee, das geht nicht. Das heißt, ich würde runterfallen. Yep. Also die Fallhöhe ist für dich jetzt relativ harmlos. Fallschaden ist in den meisten Fällen nur Bashing-Schaden. Ja, das interessiert mich jetzt sehr weniger. Aber dann würde ich es wahrscheinlich packen. Okay. Das wäre dann wahrscheinlich Hold. No damage, as the intent is to immobilize rather than injure the subject. Kinda, yes. Okay, das ist dann Dexterity und Brawl, bitte. Strength und Brawl, Verzeihung. Ich wollte gerade fragen. Yep, du springst hoch, also ihr anderen seht, dass Kaspar Anlauf nimmt und einen Satz macht, der ihn nahezu an die Decke katapultiert. Das kennt ihr normalerweise nur aus so richtig schlechten Kung-Fu-Filmen. Und Kaspar packt einen der Arme dieses Wesens und hält sich daran fest. Lamiel brüllt auf, es klingt wie eine Mischung aus dem Schrei eines Adlers und irgendetwas anderem. Ihr wollt nicht wissen, was dieses andere ist. Du bleibst hier, du Scheißviech! Aber damit, neue Runde, neue Initiative. Ja, irgendwie seid ihr gerade ein bisschen lahm. Ansage, der eine Brawl hier hinten, der möchte weiter wegrennen, weil Iluna ist da, kann er nicht. Der hier möchte Harvey angreifen. Was will Merle tun? Merle möchte sich von dem Reliquar entfernen in Richtung der Wand und möchte heilen. Okay. Dann haben wir Iluna. Ja, sie versucht irgendwie diese Puppe weiter zu beschädigen. Ich weiß noch nicht wie. Okay. Jistaf möchte eine Disziplin einsetzen. Die Priesterin möchte selbiges tun. Ich bin übrigens vor Iluna und ich würde versuchen, das Vieh festzuhalten und ihm Schaden zu machen. Harvey? Da ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass man den jemand killstealen wird und ich auch keine Zeit mehr mit ihm verschwenden möchte, wenn er noch lebt zu dem Zeitpunkt, werde ich mich vor ihm verbeugen und dann Richtung der Reliquie gehen. Okay. Jackson möchte eine Disziplin einsetzen. Live?
weiter das Ding versuchen, mit der Kralle kaputt zu machen. Genevieve möchte ihre Schattententakel umdirigieren, Lamiel möchte Angriffsaktionen machen, Tina und Jaspar möchten zu dem Reliquar rennen. Jaspar wird zu diesem Reliquar hin, einmal blitzschnell mit seiner Klinge da drüber streichen, also drüber ritzen. Es passiert so gut wie gar nichts und Jaspar macht sofort mehrere schnelle Schritte zurück. Tina rennt los in die Richtung, sie kommt aber nicht allzu weit. Lamiel stößt wieder so einen lauten Schrei aus, dieses Mal in Ilonas Richtung. Du hast keine Seelenstärke, ne? Doch. Wie viel? 2. Er brüllt dich an und dieses schwarze Etwas trifft deine eine Gesichtshälfte und sie beginnt anzuschwellen. Mehrere Eiterbeulen bilden sich darauf und platzen schmerzhaft auf. Du nimmst 4 tödlichen Schaden auf dein Gesicht. Man darf das nicht ausweichen. Nö. Okay. Und dann möchte er versuchen, mit seinem einen Arm, der unter dem Arm ist, den Kaspar hält, möchte er versuchen, Kaspar zu treffen. Ich weiche aus. Okay, dann weich mal aus. Ich gebe im Prinzip wieder Willenskraft aus, um Wundabzüge zu ignorieren. Alles klar. Okay, dann trifft er dich, aber nur relativ knapp. Kannst schon mal Soak würfeln, wenn du willst. Er trifft dich in die Seite und du nimmst 2 Aggravated. Und dann hat er noch eine Aktion und mit der springt er hier runter. Er hat Kaspar immer noch am Arm kleben, aber das scheint ihm nicht allzu viel auszumachen. Jetzt nehme ich ruhig mit. Und er hackt nach Live. Möchte Live versuchen auszuweichen? Ja, wäre vielleicht schlauer. Dann würfel mal. Wow. Okay. Du weichst mit einem enormen Geschick aus. Diese Kralle kommt wie in Zeitlupe an dir vorbei und du drehst dich zur Seite und sie fliegt an dir vorbei, als würde man versuchen, Wind zu greifen. Lamiel schreit wütend auf. In dem Moment schreit Lamiel noch wütender auf, denn mit einem Mal fallen diese ganzen Schattententakel über ihn her. Oh, thank God. Yep, wie aus dem Nichts schlingen sie sich wie schwarze Ranken um ihn, packen ihn, halten ihn. Und Kaspar, du hörst tatsächlich Genevieves Stimme. Sie könnten mir egaler nicht sein, aber wenn ihnen ihr Leben lieb ist, gehen sie weg. Live. Ja, jetzt die Frage. Ich bin ja ausgewichen. Habe ich jetzt dann noch die Aktion, die ich machen kann, oder? Nö. Es sei denn, du sagst jetzt, du wendest deine Geschwindigkeitsaktion dafür auf. Dann hättest du sie. Wenn ich das jetzt machen kann, dann... Okay, dann bist du dran. Ja, einmal mit einem Willenskraftpunkt, den ich jetzt ausgebe, draufhacken auf die Puppe da. Okay. Okay, du kannst 3 rübernehmen. Okay. Deine Krallen ratschen darüber und einige Federn fliegen raus. Du hast diesen Riss, der dort drin ist, ein klein wenig verbreitert. Jackson, der wird sich hierhin begeben und dann mit einem Mal wird er verschwinden. Harvey. Ja, der Typ von mir ist mir relativ egal, der ist viertrangig. Also eine kurze Verneigung, das Duell ist beendet und dann gehe ich Richtung der Reliquie, wie immer weit ich komme. Ich würde sagen, bis zu diesem Feld etwa. Wobei, wie viel Geschick hast du? Ja, eins weiter. Die Priesterin. Die wird wieder einen schwarzen Feuerball in ihrer Hand erscheinen lassen und ihn auf Live werfen. Dann würfel mir mal Soak. Okay, sie trifft dich am Hosenbein. Dein linkes Bein fängt Feuer. Du nimmst einen Aggravated und ich brauche von dir einen Wurf gegen Rotschreck. Nope, du fällst in Rötschreck. Da ist Feuer. Feuer, Feuer schlecht. Muss weg. Feuer, weg. Alles andere egal. Feuer, weg.
Gestaff wird in aller Ruhe hier hingehen und auf den Typen zeigen, den Harvey gerade so schmächtlich liegen gelassen hat. Für eine Sekunde passiert nichts, dann weiten sich seine Augen und er beginnt in die Luft zu schweben und zu schreien und dann knickt er in alle Richtungen ab wie eine Cola-Dose, die von einer riesigen Hand zerdrückt wird. Ilona. Kann ich mit meinen Reißzähnen versuchen, irgendwie dem den Kopf abzureißen, der Puppe? Das wäre ein Bissangriff. Ein Bissangriff, ja gut, eigentlich muss man die dafür packen, aber ich glaube, das ist bei so einer Puppe ein bisschen witzlos. Das wäre Dexterity und Brawl. Ja, das heißt, du kannst zwei rübernehmen. Ein Bissangriff macht Stärke plus eins. Schweren Schaden. Okay, du beißt in diese Puppe. Vielleicht haben Vampirzähne ja irgendeinen besonderen Effekt. Zum Glück kannst du nichts mehr schmecken. Du bist der Überzeugung, dass sie ziemlich widerlich schmecken würde. Du spürst ein kaltes Gefühl, das sich in deinem ganzen Mund ausbreitet, aber du schaffst es nicht, der Puppe irgendwie den Kopf abzureißen oder so etwas. Der ist wie fest zementiert. Merle. Merle möchte sich zurückbewegen. Ja, mach mir vielleicht vorher noch mal einen Rötschreckwurf, weil du brennst ja immer noch. Ja, das wollte ich überhaupt mal fragen. Also, weil Merle trägt jetzt kein feuerfestes Jäckchen, ne? Also, wie viel ist denn überhaupt noch übrig? Das Feuer hat sich mittlerweile zu deiner Schulter hochgefressen. Man muss ja immer bedenken, dass das ja wenige Sekunden sind. Nee, jetzt ist zu viel. Nee, Feuer schlecht. Feuer weg. Angst. Du musst rennen. Kann man das für eine Runde unterdrücken, wenn man Willenskraft ausgibt? One willpower point may be spent to maintain control for one turn. Ja, dann würde ich jetzt ziemlich gerne Willenskraftpunkte ausgeben für eine Runde. Okay. Weil Merle möchte nämlich Abstand nehmen. Also Merle hat ja Wundabzüge, das heißt, sie kann nur so ein bisschen nach hinten kriechen quasi. Yep. Und möchte heilen. Und möchte aber auf... Warte, ich muss ja mal ganz kurz Mut würfeln. Nee, dann wird sie tatsächlich heilen, schlicht und ergreifend. War ja nur tödlich, ne? Yep. Der Schaden, den sie abgekriegt hat, ist tödlich. Ja. Okay. Bis fast. Alles klar. Dann sind jetzt die Geschwindigkeitsaktionen. Wer hat noch welche? Hi. Hi. Okay, dann ist zuerst die Luna. Ich habe ja eine Aktion. Ich kann ja in der Aktion normal rennen, hast du gesagt. Kann ich noch weiter rennen, wenn ich die Aktion fürs Rennen benutze? Ja. Okay, dann würde ich diese Puppe nehmen und weglaufen, soweit es geht. Okay, ich würde sagen, du kommst damit mit deinen Fähigkeiten etwa zur Höhe des Knechtes, den du verschreckt hast, vielleicht bis hier. Ja, dann würde ich nämlich so dahin rennen und fragen, ziemlich panisch, wer kann dieses Ding kaputt machen? Okay, pack dich da mal hin. Kaspar. Großartig, ich wollte nämlich gerade zu dieser scheiß Puppe und versuche es zu zerreißen. Ja, dann komm doch zu mir. Du könntest ja mal das machen, wovor wir hergekommen sind, die Scheißpriesterin angehen. Von mir aus auch das. Also, das Vieh ist jetzt grappled. Hoffentlich. Du kannst es loslassen. Also, ja, die Schattententakel haben sich drum geschwungen. Ja. Kaspar brüllt so viel wie. Wird ja auch langsam mal Zeit. Dann würde Kaspar seine erhöhte Position nutzen, die er gerade noch hat. Und von Samil runterspringen auf die Priesterin drauf und die zu Boden ringen. Alles klar. Also du willst sie umtackeln? Basically ja. Ich will sie auf den Boden festpinnen. Alles klar, das fassen wir mal unter Tackle. Ein Tackle ist Strength und Brawl. Okay. Ich glaube, rohe Gewalt zählt da schon mit rein. Ja, ich würde sagen. Dann gib du mir auch mal Dexterity Athletics, weil dieser Schwung hat dich schon ordentlich mitgenommen. Ich würfel mal für sie, darin ist sie nicht so besonders gut. Große Überraschung. Also sie ist ein bisschen athletisch. Kannst du 4 rübernehmen, das macht Strength plus 1, also Körperkraft plus 1 Schaden. Läuft bei dir.
Sie wird zu Boden gerissen, knallt äußerst unsanft da drauf. Der Betonboden kriegt so ein paar Risse. Und damit haben wir eine neue Initiative. Jackson, Gistaff möchten Disziplin einsetzen. Die Priesterin möchte versuchen aufzustehen. Ilona. Ilona sucht nach Hilfe. Und wird im Ernstfall weiterrennen oder so. Alles klar. Kaspar? Kaspar möchte Mirella auf dem Boden festpinnen und eventuell noch weiter in den Boden reinrahmen, je nachdem. Alles klar. Harvey. Ich will wirklich nicht so nahe an das Ding da kommen. Also wenn es sich ausgeht, würde ich versuchen, neben Kaspar an die Priesterin ranzukommen, aber mit so einem Bogen rund um die Reliquie durch, zwischen dem Bild und der Reliquie und oben hin, damit ich nicht so nah an das blöde Ding komme. Das ist der Plan. Alles klar. Merle ist in Rückschritt, das heißt, Merle wird wahrscheinlich versuchen wegzurennen, über ihre eigenen Füße stolpern und sich vor der Kanne hinlegen oder so, keine Ahnung. Alles klar. Jasper möchte angreifen, Genevieve möchte selbiges tun, Tina ebenso, Life. Life möchte erstmal einen Willenskraftpunkt ausgeben, um sich das Hosenbein, das brennt, abzureißen. Lamiel schreit auf und reißt sich von den Tentakeln los. Ihr seht, dass Genevieve tatsächlich zurücktaumelt, als würde das Reißen ihrer Schattententakel ihr selbst körperliche Schmerzen verursachen. Und es schlägt einmal nach Life. Dann weicht er aus, probiert zumindest. Du wirst getroffen, an der Schulter wieder, an der linken. Du taumelst tatsächlich etwas zurück und du spürst Blut, das über deine Seite rennt. Du nimmst zwei schweren Schaden. Und Lamiel rennt auf Ilona zu mit einem lauten Kreischen. Ilona, du siehst diesen einen krallenbewehrten Arm, der sich hebt. Möchtest du versuchen auszuweichen? Ja. Dann weich mal aus. Okay, die gute Nachricht ist, er hat noch schlechter gewürfelt. Da, wo gerade noch dein Kopf war, saust diese Kralle entlang. Ein großer Teil deiner Haare wird abgesäbelt. Du hast jetzt einen modischen Kurzhaarschnitt mit ein paar etwas längeren Strähnen. Und in diesem Moment öffnet sich die Tür. Ah. In der Tür stehen drei Wesen. Zum einen Sebastian, zum anderen ein etwa kalbsgroßer, mächtiger Hund und eine insektenartige Dame. Ilona, du bist dir nicht ganz sicher, in welche Richtung du jetzt gerade fliehen möchtest, denn Sebastian sieht zornig aus. Und er ist schon fürchterlich genug, wenn er einfach nur dasteht und guckt, aber jetzt sieht er verdammt wütend aus. Ich glaube, nur Merle und Kaspar sprechen Spanisch, ne? Sie. Sie. Dann versteht auch nur ihr, dass er einfach nur laut ausruft, hebe dich hinfort von diesem Ort. Und mehrere Schattententakel erscheinen aus der Finsternis. Und reißen Lamiel nach hinten. Lamiel gibt ein lautes Kreischen von sich, aber diese Macht, die in Nachos Tentakeln wohnt, scheint sogar für ihn zu viel zu sein. Sebastian geht langsam, gemessenen Schrittes, in die Richtung dieses Wesens. Ihr könnt sehen, dass Jasper und Tina äußerst erleichtert aussehen, als wäre die Kavallerie gerade da. Ihr könnt mir, wenn ihr möchtet, reflexiv einen Perception-Empathy-Wurf machen, wenn ihr zu Genevieve schaut. Ich bin gerade beschäftigt, ich skippe das mal. Ja, Live auch. Live ist, nee. Mir ist höchst interessiert. Genevieve guckt für einen kurzen Moment auch erleichtert, setzt dann aber einen Gesichtsausdruck aus, der sagt, hat der feine Herr sich auch endlich hierher bequemt. Er hat tatsächlich auch genau diese Initiative, das passt ja sehr gut. Dann sage ich jetzt nochmal im Nachhinein ihre Aktionen an. Sebastian, ich meine, es ist klar, was er machen will. Emilia will eine Disziplin anwenden und etwas zu Annabelle sagen. Und Annabelle will ein guter Hund sein. Live. Ja, wie gesagt, der ist ja gerade ausgewichen der ersten Aktion und hatte ja dann ja nur noch die Celerity-Aktion. Tina möchte weg, möchte ihre Aktion ändern. Mal sehen, ob es ihr gelingt. Wobei, sie gibt den Willenskraftpunkt aus. Das ist es ihr wert. Weg von den Dingen. Emilia wird einmal auf den Lakaien da vorne deuten. Annabelle, fass! Und daraufhin wird sie selber ein paar Schritte vorgehen. Während sie das macht, geht ihr Kopf so ruckartig zur einen Seite und ihr seht, dass sie größer wird. Emilia ist keine kleine Frau, aber jetzt wird sie noch größer und ihr seht, dass ihre Arme sich verändern.
Ihre Finger wachsen zusammen und aus ihrem Unterarm kommt ein Knochen, der sehr schnell scharf wird wie ein Fallbeil. Sie verwandelt sich in eine Art Monster, das ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Gottesanbeterin hat. Wenn eine Gottesanbeterin aus Fleisch bestünde und euer schlimmster Albtraum wäre. Genevieve taumelt so ein bisschen zurück, guckt zu Sebastian, murmelt irgendetwas und beginnt dann erneut Schattententakel zu beschwören. Okay, und aus dem Dunkel erscheinen weitere Schattententakel. Ich packe sie erstmal alle einzeln auf die Karte und dann dahin, wo sie erscheinen. Auch sie wendet dafür einen Willenskraftpunkt aus, das ist es jetzt wert. Jasper verschwindet. Jasper macht sich klein. Das kann er gut. Er ist ja ohnehin schon nicht sehr groß. Merle. Merle brennt. Wie weit kommt Merle mit ihrem unglaublich gesteigerten Geschick 3? Hierhin würde ich sagen. Du kannst aber auch gerne schreien und, Ja, aber Merle schreit nicht. Ich glaube, Merle leidet still, ehrlich gesagt. Okay, dann ist Merle still dabei. Ist die Frage, in welche Richtung würde sie sich bewegen, weil sie brennt ja selbst, würde sie sich nicht dann eher, also sie rennt ja weg vor dem Feuer quasi, richtig? Ja. Würde es dann nicht mehr Sinn machen, wenn sie dieses Drop and Roll machen würde, also wenn sie sich auf den Boden werfen und versuchen würde, das Feuer auszukriegen? Kannst du auch machen. Ja. Also Stop, Drop and Roll. Ja, ja. Merle macht jetzt die Rolle da. Dann Harvey. Ja, ich gebe einen aus. Und dann... Weil um Himmels Willen, nein. Ich hoffe, damit bin ich auch irgendwie aus der Spritzzone draußen. Kaspar. Ich halte die Troller fest und ramme sie weiter in den Boden. Okay, ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Dexterity Brawl. Okay. Du wirfst wahrscheinlich deine Disziplin nicht an, weil du willst sie ja in Anführungszeichen lebend haben, also willst du sie wahrscheinlich nur in Torpor prügeln. Ja, genau das. Ich habe genug Willenskraft noch. Und du willst sie tot sehen. Ich will sie in Torpor sehen. Ja, weil sie auf dem Boden liegt und demzufolge leicht zu treffen ist, würde ich sagen, kannst du 8 drüber nehmen. 8? Okay. Das heißt, 5 mehr als letztes Mal, ne? Ja, das, also natürlich, es ist in Anführungszeichen nur Schlagschaden, also. Ja, das sind 18 D10. Läuft bei dir. Das ist immer noch genug, also du verpasst ihr einen Faustschlag, sie ist noch nicht ganz im Torpor, aber du schlägst ihr mehrere Zähne aus. Ich habe übrigens noch eine Celerity-Aktion, ich glaube... Ja, Repair, würde ich sagen. Ja. Dann Annabelle. Ihr habt Annabelle bis jetzt noch nicht knurren hören. Und gemessen, dass hier ein leibhaftiger Dämon ist, der euch gerade so halb zum Frühstück weggesnackt hat, ist das nicht das Gruseligste, was ihr heute Abend gehört habt. Aber Annabelle beim Knurren, das ist... wirklich ein Geräusch. Es klingt wie eine nahende Naturgewalt und dann springt sie diesen Typen hier an und ja, was danach passiert, würde wahrscheinlich unter Triggerwarnung fallen. Aber das Rückgrat, was sich umdreht und irgendwelche Eiterbeulen, das ist okay, ne? Das ist okay, ja. Ja. Annabelle ist ein guter Hund und wenn man Annabelle sagt fass, dann wird gefasst. Ilona. Bowle die Puppe sozusagen zu Nacho. Das wird dir gelingen, da verlange ich keinen Wurf für. Er stoppt die Puppe so kurz vor sich mit seinem Gehstock. Ja, also es ist wirklich nicht aggressiv, sondern es ist so hier, du kannst ja, damit besser. Nimm du, genau. Mach damit, was du willst. Und sie würde dann so weit wie möglich wegrennen, einfach. Ja. Das wäre meine. Wie gesagt, Nacho stoppt die Puppe mit seinem Gehstock und guckt sie an, als hättest du ihm etwas, worum er zwar gebeten hat, aber was er trotzdem nicht sonderlich mag, gegeben. Die Dame, die muss jetzt mal einen Wurf machen, weil sie hat gerade auf einen Schlag über die Hälfte ihrer Lebenspunkte verloren. Ne, die ist vollkommen groggy, die kann nichts machen. Gestaff, ich habe extra nachgelesen. Ich zitiere jetzt mal was, sagt mir, ob ihr dazu stimmt. Das, was da ist, das ist kein normales Feuer, aber in der Beschreibung von etwas, was er hat, steht May attempt to extinguish any fire. Da zählt dann auch das zu, was meint ihr? Ja. Dann wird er einmal auf Merle deuten. Merle, dir wird kalt. Dir wird unglaublich kalt. Da, wo das Feuer ist, wird dein Arm ist einfach nicht mehr da, so kalt ist es. Welcher Arm war das eigentlich? Rechts oder links? Links.
Dein linker Arm wird vollständig taub, aber die Flamme verschwindet. Sie wird zuerst schwächer und dann ist es nur noch so ein leichtes Glimmen. Und dann ist Jackson an der Reihe. Kaspar, Jackson erscheint wie aus dem Nichts neben dir und legt der Dame die Hand auf den Kopf. Gute Nacht. Nicht umbringen, scheiße, nein. Und ihr Kopf verschrumpelt, wird zu einem, ja, einem Schrumpfkopf, anders kann man es nicht nennen. Braune, ledrige Haut, die sich über Knochen stülpt und die Dame zuckt noch einmal und fällt dann in Torpor. Oh, okay. Dann sind jetzt die Geschwindigkeitsaktionen. Kaspar hatte eine. Jupp, Leif hatte, glaube ich, auch eine. Ja, genau. Ist als erster, also. Gut, dann ist ja jetzt erstmal. Überlebensinstinkt ist jetzt erstmal Auswahlgefahr grundsätzlich weg. Du bist immer noch in Rötschreck. Deshalb würde Leif jetzt den Willenskraftpunkt geben, um Rötschreck kurz für die Runde zu ignorieren und würde das Hosenbein, was brennt, einfach abreißen, sodass er halt, dass die Gefahr halt weg wäre. Okay, und wahrscheinlich irgendwo in die Ecke werfen. Wenn du sagst, ich kann es noch irgendwo hinwerfen, dann wird er es wahrscheinlich auf das Dämonenvieh draufwerfen. Alles klar, du wirfst ein brennendes Hosenbein auf Lamiel. Lamiel ist ein bisschen überrascht. Dann haben wir Jaspar. Jaspar macht sich sehr schnell sehr klein. Dann haben wir Kaspar. Ich habe gerade meinen Grund für meine Aktion verloren mit Jackson. Ja, du kannst ja was anderes machen. Das ist das Angenehme an Celerity. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Grund, was anderes zu machen. Du könntest sie packen und wegrennen. Ich kann sie auf jeden Fall packen und über die Schulter schmeißen. Oh Gott, ja. Kaspar guckt auf jeden Fall so zu Jackson so. Nickt ihm einfach nur so zu und nimmt die Troller, schmeißt sie über die Schulter und geht schon mal in die Richtung. Oder läuft schon mal in die Richtung. Okay, meine Frage wäre an euch, hat noch irgendjemand etwas vor, was als Kampfaktion zählt? Nö. Außer ausweichen, wenn das Vieh nochmal auf die Idee kommt, Kaspar anzugreifen? Naja, kommt halt drauf an, weil... Also, die haben jetzt sicherlich nicht vor, 1:1 mit den Sabbati zu kooperieren, ne? Also ich weiß nicht, ob du das noch als Kampfaktion machen willst. Nee, das würde ich aus Gründen der Einfachheit nicht sagen. Okay, nee, dann nicht. Okay. Nee. Löse ich die Initiativreihenfolge hier auf. Ihr rennt. Was ihr noch mitbekommt, ist, dass Lamiel trotz der unglaublichen Kraft von Nachos und Genevieves Tentakeln es schafft, sich loszureißen. Ihr seht, dass Nacho einen dieser Schreie voll in die Brust abbekommt. Ihr seht, dass Annabelle dieses Vieh zerfleischt. Ihr seht Emilia, die auf Lamiel zuspringt und mit ihren sensenartigen Klauen beginnt, auf ihn einzuhacken. Ihr seht Nacho, der beginnt, irgendetwas mit dieser Puppe zu tun. Zuerst scheint er auf sie treten zu wollen, aber dann knallt die Tür hinter euch zu und ihr rennt. Ihr rennt, als wäre der Teufel hinter euch her, und genau das ist es auch. Das Letzte, was ihr noch hört, ist wieder dieser unmenschliche Schrei von Lamiel und dass irgendjemand anderes aufschreit und anscheinend durch die Tür fliegt und gegen die Wand knallt. Obwohl Lamiel jetzt mit einem der mächtigsten Vampire, den ihr wahrscheinlich getroffen habt und in Aktion gesehen habt, zu tun hat, scheint Lamiel trotz allem die Überhand zu besitzen und ihr rennt. Ihr rennt durch diese Gänge, eher gesteuert durch Angst und durch Instinkt. Ihr habt diese Hohepriesterin bei euch und ihr betet zu allen Göttern, die ihr kennt, dass sie euch unbeschadet hier entkommen lassen. Schließlich kommt ihr nach draußen, gebeutelt wie ihr seid. Ich packe euch mal wieder auf die Karte für den Warzensonntag dafür. So. Die sind jetzt natürlich nicht mehr hier. Die sind unten und kämpfen um ihr Leben. Und eures indirekt, auch wenn das sicherlich nicht ihre Absicht ist. Hier oben läuft die Musik weiterhin. Hier hört man keine unweltlichen Schreie von Dämonen, keine Kampfgeräusche, kein gar nichts. Hier geht die Feier einfach weiter. Mittlerweile kommt die Musik zwar vom Band. Sekunde, ich gebe euch auch mal die Hohepriesterin mit, die Kaspar ja dabei hat. Was wollt ihr tun? Im Grunde genommen am liebsten alles anzünden, aber irgendwie wäre das asozial, also nein, also raus. Wer zündet nochmal alles an, wo Nacho drin ist? Das kann sie nicht, das geht nicht, das ist nicht drin. Ich habe gerade schon gewürfelt, ob sie wirklich rennt, aber ja, sie rennt. Als ihr nach draußen kommt, mittlerweile regnet es,
kühler Regen, der eure Haut zumindest ein wenig abkühlt, aber dann klingelt mehr das Handy. Kennt sie die Nummer? Nein, die ist unterdrückt. Dann geht sie ran. Eine Straße weiter steht ein schwarzer Wagen. Kommen Sie zu diesem Wagen und steigen Sie ein. Danach wird sofort wieder aufgelegt. Das war der Goncharow, oder? Natürlich war es der Goncharow. Wer sonst würde dir das sagen? Auf Russisch übrigens. Er scheint damit zu rechnen, dass du ihn verstehst. Ja, okay. Ja, dann wird Merle die anderen in die Richtung lotsen. Leif würde definitiv noch irgendwie so halb krächzt fragen, wer war das? Oh. Ja, wer wohl? Wer ruft mich einfach so unvermittelt auf Russisch an? Weiß ich nicht, ich hab nicht zugehört. Los. Ja, der Wagen, der auf euch wartet, ist nicht einfach ein schwarzer Lieferwagen oder sowas. Es ist eine sehr große, schwarze, elegante Limousine. Der Typ, der daneben steht, trägt sogar eine ordentliche Livree, die mittlerweile durch den Regen völlig durchnässt ist. Trotzdem wird er euch mit gebührender Eleganz die Tür aufhalten, auch den Kofferraum, falls ihr die Priesterin dort reinlegen wollt, und sich euch alle Zeit der Welt lassen, da einzusteigen, als würde ihn überhaupt nichts drängen. Legen? Kaspar wird ihr da wütend reinschmeißen. Einmal die Stoßdämpfer austesten und dann zuschmeißen, die Haube. Merle möchte gerne was anderes machen. Nämlich? Nachdem der Goncharow sie angerufen hat, möchte sie gerne Markus anrufen und ihm sagen, er soll fahren. Von Markus kommt ein, geht es Ilona gut? Nein, Sarah. Du musst ja nicht erwähnen, dass sie irgendwie ein halbes zugeschwollenes Gesicht hat oder so. Also sie lebt. Sie lebt. Sie unlebt. Ich glaube, außer Merle hat sich noch keiner geheilt, ne? Auf der Fahrt werdet ihr genug Zeit haben. Aber pro Punkt ein Blutpunkt dann auch, ne? Genau. Dann aber nur die Frage, ab wann man ungehalten wird. Ab wie viel Blut? 7 minus deiner Self-Control ist es, glaube ich. Dann kriegst du langsam so Hunger-Pangs. Du bist tödlichen Schaden. Aggravated Damage muss man speziell heilen. Genau. Okay. Da habt ihr, wie gesagt, definitiv genug Zeit für. Der Wagen wird einige Male durch Straßen fahren, wo es definitiv nicht legal ist, dass er lang fährt. Trotzdem dauert es ziemlich lange, bis ihr vor einem etwas nichtssagenden, aber durchaus eleganten Gebäude anhaltet. Der Chauffeur wird zu euch umgucken und nicken. Ihre Verabredung erwartet sie dort. Oberstes Stockwerk. Also wer sieht jetzt noch aus, als wäre er irgendwie verletzt? Hi. Also Kaspar hat Aggravated abgekriegt. Das heißt, du hast noch irgendwie aufgeschlitzte, was weiß ich was. Harvey ist einfach wie aus dem Ei geputzt. Der Schnurrbart ist ein ganz klein bisschen angegriffen. Oha. Life ist auch noch injured. Was soll ich sagen? Ich hatte die beste Strategie. Okay. Du wurdest aber auch nicht direkt von dem Dämon angesprungen. Ja, das ist Teil der Strategie gewesen. Wenn ihr dann nach oben geht, nehmt ihr die Bewusstlose gleich mit. Bitte, klar. Ja. Alles klar. Ihr findet im Vorraum einen Aufzug. Eine Treppe scheint es nicht zu geben, entgegen aller Feuerschutzvorschriften. Wenn ihr ganz nach oben fahrt, in den 7. Stock, seht ihr dort ein sehr elegantes Penthouse-Apartment mit einem Tisch, direkt so, dass man zu dem Aufzug sieht, wenn man an diesem Tisch sitzt. Und dreimal dürft ihr raten, wer an diesem Tisch sitzt. Abram Goncharow, dessen maßgeschneiderter Anzug in einem wunderbaren Kontrast zu seinem absolut zerfurchten, widerlichen Gesicht mit dem einen mondhellen Auge steht und dem Überbiss mit den rasiermesserscharfen Rattenzähnen, nickt euch zu. Guten Abend. Setzen Sie sich. Ah, das machen wir dann natürlich auch. Ihr bekommt auch ein höfliches Guten Abend. Von Kaspar nicht. Von Life auch nicht. Das ist eher so, wenn dann überhaupt so ein Ich bin da. Meh. Ja, Kaspar lässt sich da auf eine Stühle, Fragezeichen? Yep, da sind Stühle. Ganz genau 5. Ja, und schmeißt dann die in Torpor befindliche Priesterin vor sich auf den Boden. Dann bekommt der Goncharow auch noch ein entschuldigendes Lächeln. Er blickt zu der bewusstlosen Priesterin wie sowas, was ein Hund angeschleppt hat. Guckt dann zu euch, nicht wie zu Hunden, die etwas angeschleppt haben, und nickt. Das ist sie also, ja? Ja. Hervorragend. Dann werde ich Sie ein wenig auf Herz und Nieren prüfen, wenn Sie gestatten. Bis dahin haben Sie meinen Dank für eine
gut erledigte Arbeit. Wenn Sie etwas trinken wollen, er deutet in Richtung eines kleinen Durchgangs. Dort hinten befindet sich die Küche. In dem Kühlschrank befinden sich Blutkonserven. Sie sind etikettiert, falls Sie bestimmte Nahrungsvorlieben haben sollten. Kann Merle auf der Autofahrt der Prinz eine SMS geschickt haben? So von wegen, alles gut gegangen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Kann sie machen. Damit die jetzt nicht da gleich reinrennen. Andererseits wäre es witzig. Oh Gott. Nee. Ich werde, denke ich, den Rest der Nacht benötigen, um diese Dame hier zu verhören. Treffen wir uns morgen, ich würde sagen um etwa 1 Uhr wieder. Dann werde ich Ihnen weitere Instruktionen geben. Sie dürfen gehen. Ilona steht auf und geht zur Küche ohne Worte. Same. Also, Kasper hätte wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt darauf gewartet, dass Goncharov gesagt hätte, sie dürfen gehen. Das ist ein, da hinten dürfen sie Blut haben, sie kriegen morgen Instruktionen und Kasper geht. Leif würde auch losgehen in Richtung Küche, würde dann aber auf Merle warten und Harvey. Nur kurz, wenn ihr in die Küche kommt, der Begriff Kühlschrank für das, was da steht, ist ungefähr so wie Kleiderschrank für das, was manche sehr reiche Leute da drin haben. Dieser Kühlschrank ist so groß, dass ihr reingehen könnt, sogar Kaspar. Und die Blutkonserven darin sind vom Boden bis zur Decke durch den ganzen Kühlschrank, da ist wirklich alles. Das ist sortiert nach Alter, nach Geschlecht, nach Herkunft, nach Glaube, nach sexueller Orientierung, nach so ziemlich allem. Also wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie das Blut einer unter 18-jährigen lesbischen Frau mit libanesischen Wurzeln schmeckt, heute ist euer Glückstag. Solange es auch nach politischer Gesinnung sortiert ist. Natürlich. Gut. Ich hatte das aber richtig im Kopf. Schweren Schaden kannst du aber auch nur 1 pro Nacht heilen, ne? Genau. Du musst schon 1 Tag damit verbringen. Also ihr müsstet heute quasi anfangen und werdet morgen dann fertig mit dem Heilen. Also wenn es heute noch zu einem Kampf kommt, dann seid ihr noch nicht geheilt. Ja. Aber Kaspar kann sich da quasi jetzt mit Blut betrinken, weil ich habe 4 Aggravated Damage. Weißt du, da kommt gleich irgendjemand an, sagt er, fragt, hat jemand einen Rucksack dabei? Ich will nicht sagen, aber so viel Blut gibt's da. Da gibt's eine ganze Menge. Ja, aber 4, also ich meine, ist cool, aber 4 Aggravated sind ja 20 Blutpunkte. Und dann noch die 6, die ich ohnehin schon verloren habe. Also, mehr, wie ich das verstanden habe, ist das eine Kühlkammer. Ja. Okay, ich mache ja nichts dagegen, ich frage mich gerade. Wie gesagt, das als Kühlschrank zu bezeichnen, ist wie einen ganzen Raum, in dem Kleider hängen, als Kleiderschrank zu bezeichnen. Das Ding ist riesig. Das kann ich auch nicht so schnell bewegen, das heißt, wenn man jetzt, ach nein, Sekunde, nein, das mache ich nicht, nein, mein Charakter ist nicht bekloppt, okay, ja. Ich meine, wir sind ja wahrscheinlich morgen auch nochmal da, oder? Natürlich. Er hat euch gesagt, dass ihr da einen Termin habt. Und wahrscheinlich ist es besser, den einzuhalten. Wir sagen einfach, dass wir immer noch durstig sind. Also wenn das alles ist, was wir bekommen von ihm dafür, dann räume ich diese Kammer leer. Aber so. dann kommt Markus mit einem Transporter, das sage ich euch. Eigentlich kriegst du dafür vor allem das Privileg, für ihn gearbeitet zu haben. Ja, genau. Ja, das kann er sich natürlich in den Arsch stecken. Vielen Dank. Genau. Wir haben nicht für ihn gearbeitet, wir haben für Merle gearbeitet. Das ist richtig. Ein riesengroßer Unterschied. Ein also riesengroßer. Die Einzige, die was davon hat, ist Merle. Ja. Ja. Was hat Merle denn davon? Ja, die hat den Titel, mit dem sie einen Prinzen Angst einjagen kann, wir nicht. Na ja, gut, das stimmt. Das ist bei Merle absolut, das, wenn sie ein Ego hätte, dann wäre das was. Aber so, Glaubst du, warum Merle diesen Titel auch hat? Jeder andere hätte das Ego. Das ist wahrscheinlich der Grund. Wahrscheinlich. Vielleicht auch Kaspar, der hätte den aus Prinzip abgelehnt, auch wenn es voll sinnvoll gewesen wäre, den anzunehmen. Okay, was wollt ihr dann tun, nachdem ihr euch wahrscheinlich voll getrunken habt? Ja, also wie gesagt, erstmal den einen Aggravated heilen und dann halt über die nächsten Nächte dann später weiter heilen. Alles klar. Und ich würde mal sagen, Kaspar räumt jetzt diese Blutkammer leer und betrinkt sich erstmal. Weil 4 Aggravated Damage sind ein bisschen unsexy. Merle würde aber dem Goncharov einen kurzen Bericht geben, was da passiert ist. Also sie würde allerdings ein paar Details aussparen. Sie würde einfach nur sagen, dass was die Infernalisten für einen Plan hatten, was sie gemacht haben. Und dann wird sie über die meisten Details einfach so drüber fegen und wird sagen, dass sie halt die Hohepriesterin da rausgeholt haben. Alles klar, er wird sich das anhören, immer mal wieder nicken. Gut.
Das deckt sich in etwa mit dem, was ich herausgefunden habe und was ich auch ungefähr erwartet habe. Sehr gut, wir reden morgen weiter. Ja, Merle verkneift sich ein, Alter, dann sag uns das das nächste Mal, wenn du das weißt, und wird es nicht nochmal verbeugen oder so, und dann gehen mit den anderen, denke ich mal, ne? Habt ihr dann an diesem Abend noch irgendwas vor oder wollt ihr euch da einfach nur ausruhen? Live würde sich nur ausruhen wollen, wenn nichts anderes von den anderen geplant wäre. Sam, Kasper würde nur so in die Runde gucken, würde einen Moment, sein Blick würde einen Moment länger an Live hängen bleiben, da er auch ziemlich zerfetzt immer noch ist. Und sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich würde sagen, wir machen diese Nacht nichts mehr. Ja. Einmal ein fragender Blick zu den Chefen. Merle wirkt nicht so ganz anwesend. Die scheint so ein bisschen... Also die wirkt jetzt nicht so, als würde sie jetzt noch irgendwie irgendwas machen wollen. Die wirkt... Man könnte fast sagen, ein bisschen besorgt irgendwie. Wenn sie so aussieht, dann würde Live trotzdem so noch mit leichten Verletzungen sie dann fragen, so... Was schlug dir jetzt wieder in deinem Kopf rum? Oh, nichts. Das hätte nur wirklich wirklich ins Auge gehen können heute. Wenn Ilonas Gesicht noch angeschwollen wäre, würde sie dich anschauen und sagen, you don't say. Ja, das ist so einmal Blick so in die Runde. Ja, ist es aber nicht. Frage ist, was es jetzt, wie es jetzt weitergeht. Oder was dir jetzt noch Sorgen macht. Oh, das ist mein Gesicht. Ich gucke manchmal so. Naja, es wäre definitiv ins Auge gegangen, wenn wir nicht wieder in letzter Sekunde von Mr. Drama King. Drama King, du sagst es, gerettet worden wären. Merle wird lächeln. Life schüttelt sich so ein bisschen angewidert, als Ilona sagte, gerettet. So, als wird Life das so, das, der kriegt Gänsehaut, das. Bäh. Ja. Fühlt sich ganz eklig an. Auf wen hoffen wir eigentlich, dass da wieder rauskommt? Ach, ich hoffe einfach, dass das Vieh Mr. Fuckface zerfetzt und der lächelt so richtig widerlich. Wen meinen Sie? Jasper. Ach, ja. Es ist sehr beunruhigend, dass wir gefühlt von niemandem Hilfe erhalten, der eigentlich auf unserer Seite stehen sollte. Und ausgerechnet die Personen, die uns am liebsten den Hals umdrehen würden, auftauchen müssen und uns aus der Situation verhelfen müssen. Also, das ist ehrlich gesagt nicht die Art und Weise, wie ich weiter in dieser Mission agieren möchte. Wissen Sie, Frau Richter, ich denke, der Grund ist, dass uns in dieser Situation zu helfen, wenn Sie das so nennen wollen, ein gewisses Maß an im positiven Mut und im negativen Wahnsinn benötigt hat. Und dass das eine Eigenschaft ist, die unter rational denkenden Vampiren nicht so verbreitet ist, denke ich mal. Aber ich befürchte, dass Herr Gottscharow da nicht so gut drauf reagieren würde, wenn sie ihm das so vortragen würden. Ich meine, er war da, er hätte auch selbst reingehen können, er hat das nicht getan. Warum hat er das nicht getan? Weil er nicht das Risiko eingehen wollte. Ja, weil er die Arbeit von uns machen lässt. Genau, ja. Also gehen wir weiter und jede Gefahr ein für den. Ja, und nehmen das Risiko in Kauf, dass uns irgendein Monster in Stücke reißt, statt ja klipp und klar zu sagen, dass wir dieses Risiko nicht mehr eingehen. Frau Richter, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da eine Wahl haben. Aber ich kann Ihnen das natürlich nicht, ich bin nicht weisungsbefugt Ihnen gegenüber, Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur vermuten, dass das niemanden von Rang und Namen interessiert. Ja, weil es immer so ist. Es tut mir leid. Ich kann dazu nicht viel sagen. Live verschränkt dazu zu dem ganzen Gespräch so ein bisschen nur die Arme und guckt so zur Seite runter. Das ist so. So oder so ist es immer eine Scheißsituation. Also sind wir jetzt einfach dazu geknechtet, für immer für diesen Herrn zu arbeiten und zu tun, was er will,
wissen, dass er uns in die nächste gefährliche Situation begibt, ohne uns zu sagen, wie wir uns davor schützen können oder wehren können. Ich meine, er hätte uns auch ruhig informieren können darüber, welche Ausmaße das annehmen könnte. Es ist ein schönes Gefühl, jemandem zu dienen, der kein wirkliches Interesse an dem eigenen Fortbestehen hat, nicht wahr? Vorausgesetzt, dass er auch wirklich die ganzen Informationen wirklich hatte. Wer weiß, ob er auch nicht vielleicht pokert. Würde er ist ein Nosferatu. Und dazu ja, und? Kein normaler. Also wenn die jemand Informationen hat, dann er. Allwissend als 5 neunmal kluge Vampire, die mir nichts, dir nichts nach Berlin laufen und Infernalisten umlegen. Also tut mir leid. Ich kann versuchen, mit ihm zu reden, dass er uns in Zukunft mehr Informationen zukommen lässt, aber mehr als das kann ich nicht anbieten. Ich habe damals mit ihm vereinbart, dass wenn ich das mache, mir zu mehr Sicherheit in meinem Leben verhilft. Tja, ich sehe das in Zukunft nicht. Ich hoffe, dass der morgige Tag irgendetwas an meiner Meinung ändern wird. Merle guckt Ilona mit so einer leichten Spur Mitleid an. Okay, habt ihr dann an dem Abend noch was vor oder wollen wir zum nächsten Abend springen, zur nächsten Nacht? Warte, ich muss noch kurz eine Münze werfen. Wer verherrscht sich noch? Okay, macht nichts mehr. Alles klar, dann springen wir mal zum nächsten Tag. Wieder regnet es in Strömen. Und als hätte man es sich nicht gedacht, ich packe sie mal weg, wird vor eurem Hotel wieder dieser Wagen auf euch warten, wenn ihr herausgeht und es einigermaßen zeitig ist. Und ihr werdet zurück zum Goncharov gebracht werden. Er erwartet euch wieder an seinem Tisch, blickt euch an mit seinen beiden so unterschiedlichen Augen und bedeutet euch wieder, euch zu setzen. Ja, macht man das natürlich. Die Dame hieß Mirella Padovesi, direkte Nachfahrin von Eligio Oscuro. Ich habe einige interessante Informationen aus ihr herausbekommen und sie haben mir dabei sehr geholfen. Deswegen möchte ich Ihnen hier noch einmal meinen Dank dafür aussprechen. So wie ich Ihre Reaktion gestern und den Zustand, in dem sie sich befunden habe, mitbekommen habe, konnten Sie das Ritual zur Beschwörung dieses Wesens nicht unterbinden. Leider nein. Und trotzdem haben Sie überlebt. Das ist ausgesprochen beachtlich. Ich weiß schon, warum ich mein Vertrauen in Sie setze. In diesem Sinne habe ich einen Folgeauftrag für Sie. Ein paar der Informationen, die sie mir gegeben hat, waren mir noch neu und ich möchte, dass Sie diese Informationen für mich überprüfen. Leif verschränkt die Arme. Ilona hebt eine Augenbraue. Was für Informationen denn? Es geht um eine Enklave Oscuros, die regelmäßig Kontakt zu ihm pflegt. Der Anführer dieser Enklave scheint zu wissen, wo Oscuro sich aufhält. Und zwar, und das ist der wichtige Punkt, jederzeit. Diese Enklave sitzt in Rumänien. Sie werden zu dieser Enklave gehen, sie werden sie ausfindig machen und sie werden den Anführer davon überzeugen, ihnen Oscuros Standort mitzuteilen. In dieser Zeit werden sie bei einem Bekannten von mir wohnen dürfen, der mir noch einen Gefallen schuldet. Lassen Sie sich versichert sein, Ihre Unterkunft wird vollständig sicher sein. Der Goncharov verzieht ein bisschen das Gesicht, aber ihr könnt nicht wirklich sagen, ob das wegen irgendetwas ist oder ob das einfach seine Mimik ist als Nosferatu. Versucht so ein bisschen die Hände in die Luft, das ist so großartig. Rumänien ist ja das erste Ziel auf der Reiseliste. Dann, wird live trotzdem fragen, aber wird sich so ein bisschen leicht kurz zurückerinnern an die Schweiz und dann fragen, aber die Karpaten wissen, dass wir da sind? Die Karpaten sind über ihr Kommen informiert. Und gibt es irgendetwas, das sie uns mit auf den Weg geben würden? Denn, entschuldigt mich, Herr Goncharov, aber wir waren in der letzten Mission
nicht sonderlich fähig genug, unsere Feinde auszuschalten. Ich bin mir sicher, dass sie zu Mitteln verfügen, zu denen, auf die wir nicht zugreifen können. Ob das Waffen sind oder irgendwelche Gegenstände, die uns helfen könnten. Erinnern Sie mich doch gleich daran, Frau Richter, was war Ihr Auftrag? Informationen zu beschaffen an einem... Richtig, Informationen zu beschaffen, Frau Richter, nicht Ihre Gegner auszuschalten. Dann lassen Sie es mich korrigieren, uns zu verteidigen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber verstehen Sie eins, Frau Richter, Sie sind mein langer Arm. Wenn ich wollte, dass meine Ressourcen, die ich mir zur Verfügung stehend aufgebaut habe, dafür eingesetzt würden, dann würde ich selbst gehen. Sie werden von mir eingesetzt, weil ich darauf vertraue, dass Sie mit dem, was ich Ihnen gebe, zurechtkommen. Ansonsten könnte ich mir irgendwelche Neonaten von der Straße aufsammeln, Sie mit einem ganzen Arsenal an Dingen ausstatten, losschicken und sehen, was passiert. So eine Art von Einsatztruppe sind Sie nicht. Dürfte ich Sie dann um eine Frage bitten? Oder um eine Antwort, besser gesagt? Fragen Sie. Warum setzen Sie uns genau jetzt und für diesen Auftrag ein? Was unterscheidet uns von diesen sonstigen Personen, die Sie hätten beauftragen können? Außer, dass wir loyal sind und vielleicht auch ein bisschen naiv. Um das zu beantworten, muss ich mit einer Gegenfrage antworten. Spielen Sie Schach? Nein. Frau Hoffmann, Sie spielen Schach, nicht wahr? Merle wird auf ihre Knie gucken und ihm dann in die Augen gucken und fragen, sind wir das Bauernopfer für Sie, Herr Gottschalk? Nein, ich möchte auf eine Metapher hinaus. Wenn Sie ein Schachbrett sehen, Frau Hoffmann, sehen Sie jeden einzelnen möglichen Zug, sehen Sie alle Möglichkeiten, die sich vor Ihnen auftun, bis ins Endlose, oder sehen Sie den einen Zug, der verheißungsversprechender ist als die anderen? Vielleicht eine etwas naive Frage, aber ich sehe den Zug, der am erfolgversprechendsten ist. Ich kann nicht sagen, wie genau er ausgehen wird, aber ich sehe diesen einen Zug, der am besten ist, unter den gegebenen Umständen. Und dieser Zug sind Sie. Ich könnte Ihnen das nicht quantifizieren. Ich könnte das nicht mit all meinem Wissen. Sicherlich könnte ich versuchen, das aufzuschlüsseln, aber ich entscheide überwiegend instinktiv und mein Instinkt trügt mich nicht. Ilona wird nicht mehr antworten darauf und auf den Boden schauen. Ich würde Sie nicht als Bauernopfer bezeichnen. Für Bauernopfer sind Sie zu wertvoll. Und außerdem sind Bauernopfer, gelinde gesagt, eine dumme Strategie. Wenn ich Sie opfern wollen würde, dann würde ich das anders tun. Ich schicke Sie auf diese Mission, weil ich glaube, dass Sie sie schaffen können. Ansonsten, warum sollte ich das tun? Nein, um Sie einfach ins Höllenfeuer zu schmeißen, sind Sie alle zu wertvoll. Herr Goncharov, könnten wir vielleicht später noch einmal unter vier Augen reden? Selbstverständlich. Leif wirkt übrigens nicht überzeugt. Er sagt nichts, aber er wirkt nicht überzeugt. Herr Goncharov könnte das wahrscheinlich nicht egaler sein. Kaspar sah für einen Moment so aus, als ob er sich ein bisschen aufrichten wollte, um was zu sagen, schluckt es dann aber doch runter und sitzt einfach nur mit grimmigem Blick und verschränkten Armen. Bitte, Herr Wolter, tun Sie sich keinen Zwang an. Sprechen Sie. Er spuckt auch mal auf den Boden und meint, bei dem, was Sie hier ablassen, könnte man sich ja fast schon wertgeschätzt fühlen. Machen Sie sich keine Illusionen. Ich habe keine persönliche Bindung zu Ihnen. Und Frau Richter hier ist eine Toreador und Sie wissen doch, mein Clan kann die Toreador nicht ausstehen. Wir sind doch alle neidisch auf Sie, schon vergessen. Es wird gala nicht sein, was Sie oder Ilona für einen Clan haben. Oh Gott. Ich muss einmal kurz würfeln, ob Leif... Ja, okay. Leif hebt nur die Augenbraue. Schön. Ich werde Ihnen Flugtickets nach Rumänien organisieren und Ihnen dann die Adresse mitteilen, bei der Sie unterkommen werden. Stellen Sie sich angemessen vor und benehmen Sie sich bitte entsprechend. Vergessen Sie nicht, dass Sie, selbst wenn Sie in Rumänien sind, wo der Griff der Camarilla ein wenig lockerer sitzt, immer noch die Camarilla und vor allem mich repräsentieren. Verhalten Sie sich also bitte entsprechend. Was weitere Zuwendungen angeht, er schaut zu Ilona
Und vor allen Dingen scheint er zu warten, bis Ilona seinem Blick begegnet. Dieses eine fast normal menschliche braune und das unmenschlich weiße stierende Auge. Ja, sie wird den Blick dann erwidern, weil sie das spürt förmlich. Ja, in dieses widerliche, entstellte Rattengesicht. Werde ich sehen, was sich machen lässt. Ich garantiere für nichts, wie Sie sicherlich verstehen können, aber unter den gegebenen Umständen ist es vielleicht nicht schlecht, meine Zugreihenfolge ein klein wenig zu ändern, um Sie ein wenig zu unterstützen. Wäre das alles? Danke. Frau Hoffmann, dann haben wir, denke ich, noch ein Gespräch unter vier Augen. Was Sie angeht, Sie dürfen sich gerne in der Küche bedienen, ansonsten sind Sie für den Abend entlassen. Ilona hat ihre Handtasche oder so eine Shopping-Bag dabei. Das kommentiert der Goncharov nicht mal. Ja. Hat er eigentlich gesagt, wann der Zug, der Flug nach Rumänien geht oder noch nicht? Noch nicht. Okay, erst dann. Wahrscheinlich will er sich noch nicht festlegen. Aber wenn ihr in die Küche geht, der Kühlschrank ist wieder komplett aufgefüllt. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Nachdem Kaspar da gestern Tabula Rasa gemacht hat. Da Leif ja heute wieder auch den nächsten Punkt abzieht, wird er sich dann auch da wieder, also den nächsten Punkt halt, entsprechend auch wieder ordentlich einen wegzecken. So, ich muss mal überlegen, wie viel in den Shopping-Bag passen würde. Wie viel ist ein Blutpunkt ungefähr? Ein durchschnittlicher Mensch hat 10 Blutpunkte. Der durchschnittliche Mensch hat 4 Liter Blut. Also wenn du es krass überschlagen willst, ist ein halber Liter eigentlich immer ganz gut. Ja, ich hätte jetzt gesagt so ungefähr 400 Milliliter. Ja. Wie viel umfasst eine Blutkonserve? Weiß das zufällig jemand aus dem Kopf? Nee. Ich hätte jetzt auch ein halber Liter gesagt, ehrlich gesagt. Tatsächlich, aber ja. Es ist ein halber Liter. Ich überschlag das jetzt mal grob und sage, dass Ilona sich etwa 40 Blutpunkte einstecken kann. Sehr geil. Okay, aber dann wird wahrscheinlich er mit Merle allein sein und Merle so leicht fragend ansehen. Auch wenn ich dem Ton meiner Kollegen nicht zustimme, ist die wichtige Aussage, dass wenn sie tatsächlich wussten oder geahnt haben, was da unten auf uns warten könnte, und wenn sie Wissen darüber besitzen, zu was diese Wesen fähig sind, dann wäre es in Zukunft wirklich wichtig, dass sie uns das nicht vorenthalten. Das war Glück und einiges Taktieren, das wir normalerweise wahrscheinlich nicht noch einmal reproduzieren können. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben. Aber wir hätten es fast dann nicht mehr rausgeschafft. Niemand. Und wenn wir gewusst hätten, was für ein Ausmaß das hat, wenn sie das wussten, dann hätte uns das sehr viel geholfen. Ich würde sie deswegen bitten. Sie müssen natürlich nicht, und ich erwarte auch nicht, dass sie ihre ganzen Pläne vor uns aufrollen und uns erklären. Aber wenn so etwas auf dem Spiel steht, dann wäre es auch taktisch absolut unklug, uns das zu verschweigen. Sagen wir einfach, in diesem Fall sind einige Faktoren zusammengekommen, die mir erst zu spät bekannt geworden sind und die ich nicht mehr rechtzeitig zusammengesetzt bekommen habe. Ich werde sehen, dass ich Sie vielleicht auch über meine Verdachtsmomente besser informiere. Wäre das alles? Vielen Dank. Gut. Eine Sache noch, Frau Hoffmann. Die Person, über die wir gesprochen haben, Sie sprechen Rumänisch, nehme ich an, wenn ich mich an die Zeit in der Schweiz korrekt erinnere? Ja. Ich denke, diese Person würde es bevorzugen, wenn Sie Rumänisch mit ihr sprechen. Sie beherrscht die deutsche Sprache ausgesprochen gut. Aber es ist eine Sache der Höflichkeit, denke ich. Selbstverständlich. Hervorragend. Da ansonsten von Ihren Leuten, denke ich, niemand Rumänisch spricht, ist dieser Hinweis, glaube ich, für Sie nicht besonders relevant. Aber vielleicht bringen Sie Ihnen ein paar höfliche Floskeln auf Rumänisch bei. Wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich das selbstverständlich gerne tun. Rechnen Sie mit einem Flugticket für in etwa 2 Wochen. Es gibt noch ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss, ehe ich Sie guten Gewissens losschicken kann.
Und ja, dazu gehört auch, und er lächelt tatsächlich, zumindest sieht es so aus, vielleicht verzieht er aber auch das Gesicht vor Schmerzen, als seine Zähne sich in seine Unterlippe bohren, für ein bisschen mehr Feuerkraft zu sorgen. Dieses Wesen hat Feuer gespien, Herr Goncharov. Feuer, das das Fleisch verdorben hat und hat aufbrechen lassen. Ich verstehe. Was konnte es noch? Wie sah es aus? Es hat mich verwirrt, denn sie haben behauptet, es sei ein... Den Namen, den sie verwendet haben, ist eigentlich der Name eines durchaus positiven Geschöpfes, was in meinem Weltbild immer als eine Art Engel angesehen wurde, ein Engel des Kinderwunsches. Nichts an ihm war engelhaft. Vielleicht, dass es Flügel hatte und zu viele Arme und einen Schnabel und... Der Goncharov scheint tatsächlich zu überlegen. Das ist interessant. Andererseits, was ist ein Dämon, wenn nicht ein gefallener Engel? Sie kennen doch die Geschichte um Lucifer, nehme ich an. Aber, von Dingen lesen und Dinge sehen sind zwar sehr unterschiedliche Dinge. Das weiß ich selber nur zu gut, Frau Hoffmann. Deswegen erlaube ich mir hier auch kein weiteres Urteil darüber. Es wäre jedenfalls schön, wenn... Nun, aber ich wieder möchte mich nicht wiederholen. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Sie mich dann entschuldigen würden. Ich habe auch noch einige Dinge zu tun. Gute Nacht, Frau Hoffmann. Viel Erfolg. Und dann wird sie auch gehen. Ja, und damit geht ihr hinaus in eine stürmische, regnerische Nacht. Ein Teil eures Auftrags ist erledigt, aber es gibt auch schon direkt den nächsten. Und wenn ihr zwischen den Zeilen richtig gelesen habt, was der Goncharov euch gesagt hat, dann ist das, was da auf euch zukommt, noch wesentlich gefährlicher als das, was ihr heute gesehen habt. Und das hätte euch schon fast das Leben gekostet. Ob ihr gespannt darauf seid, was als nächstes kommt, wahrscheinlich ist das das falsche Wort. Angst trifft es vielleicht besser. Aber mit dieser Angst und Ungewissheit soll es für heute gut sein. Gute Nacht.